Hallo und herzlich willkommen zum 18. Teil der Serie Was sagt die Bibel über reale Verschwörungen? Und wie immer begrüße ich jetzt auf der anderen Seite der Leitung derjenige, der aus Belgien jetzt hier gerade rüber guckt. Das ist der Jörg. Moin, moin. Jo, moin, moin, Michael. Ja, was sagt die Bibel über reale Verschwörungen, Teil 18? Soweit ist es gekommen. Wir sind, glaube ich, immer noch eine ganze Weile weg von der Auflösung dieses ganzen Themas, um das es geht. Und heute kämpfen wir mit technischen Problemen, um die Aufnahme überhaupt vernünftig über die Bühne zu bekommen. Von daher halte ich meine Einleitung kurz. Ich wünsche uns eine gute Lehrstunde, möchte ich mal sagen. Und bin gespannt, was du alles zusammengetragen hast für heute den 18. Teil. Bitteschön. Ja, Jörg, ich wollte natürlich auch schon viel weiter sein, wie das immer so ist. Und wahrscheinlich dauert das dann noch ein bisschen länger. Aber ich möchte eigentlich die Dinge beleuchten, die im Hintergrund laufen. Und vor allen Dingen natürlich irgendwie etwas mit der Bibel oder zumindest mit der Kirche zu tun haben. Also mit der Glaubensgemeinschaft, von dem die meisten dann wiederum glauben, die hätte etwas mit der Bibel zu tun. Aber das ist eben dann Aberglaube. Und das ist eben die Geschichte mit den Verschwörungen. Wenn man da reingeht, muss man dann auch wirklich zwei, dreimal hingucken. Und plötzlich sieht man nämlich die ganzen Verbindungen, die wir ja schon in Folge 10 behandelt haben. Beispielsweise am Beispiel hier von John F. Kennedy mit der Kirche und der Politik, wo eben in der Politik die Religion eine nicht untergeordnete, sondern eine dominierende Rolle spielt. Zumindest im Beispiel hier von John F. Kennedy, wo wir gerade unterwegs sind. Da kann sich ja mal jeder selber so Gedanken machen. Es gibt beispielsweise auch Menschen, die aus Priesterhaushalten kommen, die sogar ganz vordere Ämter in der Bundesrepublik Deutschland bekommen haben, gell? Auch in der jüngeren Geschichte. Deswegen habe ich mich lange damit befasst, welchen Titel ich dann jetzt wählen soll für diese Folge, die eigentlich jetzt auch wieder vor dem eigentlichen Attentat spielt. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich wollte ich die zuerst Pre-Show nennen, also jetzt hier Vorspiel, aber ich mir gedacht, nee, das sieht dann vielleicht in der Ankündigung vom Titel doch so ein bisschen komisch aus. Und deswegen nenne ich sie einfach mal anders. Ich nenne sie einfach, es ist 5 vor 12. Also wir wissen, um 12 Uhr, quasi High Noon, ne? Also da, wo dann wirklich der Kirchturm schlägt sozusagen, da passiert dann irgendetwas. Und jetzt haben wir eigentlich quasi 5 vor 12. Wir sind ja immer noch im Jahre 1963 und Konsorten. Und in der letzten Folge haben wir uns ja auch einige Dinge angeguckt, die ja auch mit Kirche und solchen Inhalten zu tun hatten. Und jetzt sind wir eben genau immer noch da, denn mir ist was aufgefallen. Und zwar kommt das jetzt. Wir haben uns ja überlegt, dass letzten Endes die ganzen Politiker jetzt hier nicht nur Politiker sind und angebliche Volksvertreter, sondern dass die ja auch in geheimen Orden oder zumindest in nicht öffentlichen Orden in irgendeiner Art und Weise Mitglied sind, sei es jetzt in katholischen oder sei es jetzt in freimaurerischen Orden und sonstigen Ablegern. Und hier habt ihr beispielsweise mal eine Übersicht, dass also eine ganze Menge Menschen in der CIA, in der Central Intelligence Agency, also dem Auslandsgeheimdienst der Vereinigten Staaten von Amerika da gedient haben. Und das sind ja eigene Charaktere da, ne? John McCone, Alan Dulles, Joseph Kennedy. Also wir sehen, auch der Hintergrund von John F. Kennedy ist ein geheimdienstlicher, ne? Weil die Augenfälligkeit letzten Endes zwischen Kennedy und Dulles zum Beispiel sind nicht nur die Geschichten, dass die beide irgendwas mit Politik zu tun haben, sondern dass die beide Ritter von Malta gewesen sind. Und da haben wir natürlich in der letzten oder vorletzten Sendung schon drüber gesprochen, über die Knights of Malta, die letzten Endes nichts anderes sind als eine Organisation, die eben militärische Aktionen dann plante, ne? Offiziell in der Vergangenheit, weil die stammen ja letzten Endes dann von Malta und Rhodos und Hospitallerorden und so weiter ab. Aber bevor man jetzt Menschen langweilt damit, ist es so, das ist eigentlich so die Politik, die hinter den Linien gefahren wird. Und wenn jetzt, was wir gleich sehen, der Herr Ganser, Daniele Ganser zum Beispiel als Historiker sagt, also er hält den Alan Dulles für den absoluten Kopf hinter der ganzen Verschwörungsgeschichte oder hinter der ganzen Attentatsanschlag auf den John F. Kennedy, dann wäre das so, dass der Alan Dulles und Joseph Kennedy, also der Papa von JFK, eine ganze Menge gemeinsam haben. Das würde bedeuten, im Sinne der Aussage von Herrn Daniele Ganser, der eine Meinung geäußert hat und eben nicht Wahrheit gesagt hat, sondern eine Meinung. Das war seine Meinung und das ist auch absolut vollkommen legitim, dass man seine Meinung sagt, zumindest auf dem Papier. Manche Menschen haben ja mit einer Meinung heutzutage schon ein großes Problem und meinen, dass wir jetzt heutzutage eine Demokratie sich daraus auszeichnet, dass man eben die Meinung der Regierung zu haben hat. Aber ich meine eben, dass die Meinung eben individuell und subjektiv sein darf. Also not meiner Meinung nach. Und auch der Meinung von dem Herrn Ganser. Der hat gesagt, der Alan Dulles steckt dahinter. Der Alan Dulles wäre jetzt nicht nur CIA,
Auslandsgeheimdienst, Mitarbeiter, in welcher Form auch immer, sondern auch eben Ritter von Malta. Also der Mann hat mehrere Funktionen. Ritter von Malta oder Ritter von Kolumbus oder überhaupt Ritter, es ist die kämpfende Truppe. Und hier habe ich ein Bild gefunden von John F. Kennedy, wo er eine Urkunde bekommt oder eine Auszeichnung bekommt, die wir jetzt hier sehen, von eben dem Supreme Knight, dem obersten Ritter, Luke Hart von den Königen, nein, Entschuldigung, von den Rittern von Kolumbus. Und Kennedy war eben ein Mitglied und wurde dann eben im vierten Grad Mitglied in 1954, also viel weiter vor dem eigentlichen Wahlkampf um die Präsidentschaft. Da war zwar der Herr Kennedy schon Senator von Massachusetts, aber immerhin. Also wir wissen, der Herr Kennedy, das wussten wir sowieso, aber jetzt haben wir wenigstens mal eine offizielle Aussage dazu. Und solche Aussagen findet man nicht in den normalen Dokumentationen. Da will immer nur jeder wissen, wer hat wovon wie oft geschossen. Aber sowas findet man in der Regel nicht in den normalen Sachen. Auch der Herr Ganser geht da aus welchem Grund auch immer nicht drauf ein. Dann machen wir weiter. Also das ist jetzt hier alles Schmuckes Beiwerk. Ich habe nämlich hier eine Datei gefunden, die ich sehr, sehr interessant fand. Das ist diese Datei. Diese Datei heißt CIA Knights of Malta PDF. Hier sehen wir nicht nur den Herrn Dulles, den Alan Welsh Dulles, hier der Direktor des Auslandsgeheimdienstes. Da sehen wir den Bruder von dem Herrn Dulles, den John Foster Dulles, der eben dann auch offizieller Politiker gewesen ist, Secretary of State unter dem Vorgänger von John F. Kennedy. Und wir sehen noch etwas. Wir sehen, die sind ja nicht nur beide jetzt hier Ritter von Malta gewesen, sondern wir sehen, dass eben hier auch Avery Dulles konvertiert ist zum römischen Katholizismus und eben dann den jesuitischen Orden betreten hat und der erste amerikanische Präsident, der eben direkt zum Kardinal ernannt wurde. Das ist Avery Dulles und die haben nicht umsonst alle denselben Namen. Ein Kardinal der katholischen Kirche. Aber interessant, dass eben der Herr Dulles für den Herrn Ganser so der Hauptverantwortliche war. Der war übrigens Direktor des Council on Foreign Relations. Also der war jetzt nicht nur Politiker, der war auch hinter den Kulissen zuständig, beispielsweise für sonstige Verträge mit der Industrie und Beraterverträge für Präsidenten und solche ganzen. Also die Leute hinter den Linien, die sind viel, viel gefährlicher als die Leute, die man nach außen zerrt. Also wenn Franz Josef Strauß, um beim Beispiel zu bleiben, mit Tomaten beworfen wird, dann macht er das nur, um seine Nase in die Kamera zu halten, damit die Leute, die ihn im Hintergrund dirigieren, gar nicht erscheinen müssen. Der kriegt dann die Häme ab, den Spott ab und den Palaver ab. Der kriegt für seine Schauspielerei Geld. Aber die wirklichen Leute, die hinter den Affären von deutschen oder internationalen Politikern stehen und sehen, die sieht man in der Regel nicht. Heutzutage sieht man die vielleicht ab und zu mal, aber die wirklichen Drahtzieher im Hintergrund sehen wir nicht. Und eine der Geschichten ist eben, dass alles hier mit den Dulles-Brüdern und der ganzen Familie irgendwie mit Religion auch zu tun hat. Die sind ja alle Ritter. Die tragen ja nicht nur ein Kreuz, sondern die haben letzten Endes ja auch dann damit zu tun, dass sie natürlich alle möglichen anderen Menschen kennen, die genau in diesem Orden sind. Und das ist ein Skript hier von 13 Seiten. Da haben wir den Gründer der CIA, den William oder Wild Bill Donovan, den Gründer, der vorher in der Vorläuferorganisation gewesen ist, OSS. Und die dann eben zusammen mit dem Herrn Reinhard Gehlen, der auch gleich kommt, dann auch die CIA gegründet haben. Dann haben wir James Angleton, ganz berüchtigt auch im Verhältnis oder jetzt im Zusammenspiel mit der JFK-Affäre. William Buckley, CIA, Skull and Bones, Bohemian Grove, da haben wir alle zusammen. George Bush Senior. Da gibt es interessante Sachen auch über den George Bush Senior, was er dann so getrieben hat an dem Tag des JFK-Attentats. Aber wie gesagt, ich wollte ja nicht die Sachen machen, die alle machen. Ich wollte eigentlich die Sachen machen, die so keiner macht, weil ansonsten macht das ja keinen Sinn, wenn man hier die Sachen wiederholt, die andere schon erzählt haben, oder? Der George W. Bush, der später mal Präsident geworden ist, ist übrigens derjenige gewesen, der erzählt hätte von einer neuen Weltordnung, eine New World Order. Und zwar 10 Jahre vorher, bevor die Anschläge 9/11 gewesen sind. Wenn ich richtig im Kopf habe, 1991. Der war jetzt nicht nur der Chef der CIA, der war unter anderem auch Mitglied bei Bohemian Grove. Das sind die mit diesen Opferungen da mit der Eule. Fragt mal Helmut Schmidt, aber der lebt auch nicht mehr. Dann war er Malta-Ritter, dann war er mal Präsident, CIA-Direktor, Mitglied bei Skull and Bones 322.
Knight Grand Cross of the Most Honorable Order of the Bath, das ist da, wo Peter Gabriel wohnt, ja, und so weiter und so fort. Also noch Schreiner, Freemason, also du kannst alles sein, du kannst Freimaurer sein und gleichzeitig katholischer Ritter sein, das ist alles völlig egal. Was du im Geheimen treibst, das kommt sowieso nicht in der Regel in die Zeitung. Das kommt höchstens in Bücher, die dann sowieso heutzutage kaum einer mehr liest, weil sich die Menschen, vor allem den Jungen, leider nicht mehr konzentrieren können. Die dann vielleicht auch mal zu mir sagen, Mensch, Alter, sprich mal langsamer. Aber wie soll man das alles zusammenpacken, wenn man da wirklich mal in die Hintergründe reingeht von JFK? Da findet man wirklich immer diese ganzen Zusammenhänge, dass diese Politiker, die auch vielleicht nach außen in komplett unterschiedliche Positionen irgendwo vertreten, gar nicht unterschiedlich sind, weil sie eigentlich das, was sie wirklich vertreten, im Hintergrund immer dieselbe Agenda ist, nämlich dass Religion und Staat vereint wird. Das ist doch das, was ich mache, wenn ich Kreuzritter bin im Geheimen. Dann bin ich doch ein einfacher Bruder für den anderen, der vielleicht von einer anderen Partei ist, aber eigentlich stimme ich mit ihm ja im Geiste überein. Da haben wir noch William Casey, den Knights of Malta Direktor, der ja die Geschichte gesagt hat von wegen, wir sind erst dann erfolgreich mit unserem Disinformationsprogramm, wenn die Amerikaner alle Sachen oder alle Lügen glauben, die wir so verteilen. Und er ist natürlich auch... War das nicht Colby? War das Casey? Bist du es sicher? War Casey, ja, bin ich mir sehr sicher, ja. Ja, bin ich mir sehr sicher, ja. Ja. Ja, der stammt natürlich von der Jesuit Fordham University, auch trained. Und wie gesagt, das geht jetzt hier nonstop und nonstop. Ich kann auch gerne diesen Link dann unten drunter mal, wenn ich dran denke, kann ich den gerne da jetzt auch mit zusammenpacken. Henry Luce, Kim Philby, den kennen wir doch noch, den Kim Philby, ne? Aus der Geschichte hier mit Churchill, aus der Geschichte hier mit dem Vater von dem Schlagzeuger von The Police, Stuart Copeland, ja? Dann kennen wir den auch noch, Kim Philby, der da bei denen auch ins Haus gekommen ist und so weiter. Also selbst der Police-Schlagzeuger hat Verbindungen zum Geheimdienst über seinen Vater. Alan Dulles, schon besprochen. Dann haben wir hier den Reinhard Gehlen, ne, von der SS zum Kreuzritter, immer Kreuzritter gewesen irgendwie, aber nur die Uniform nach außen immer getauscht, ne, von der SS, dann wieder rüber nach Amerika, dann wieder rüber nach Deutschland, dann mal kurz nach Israel und so geht's dann halt. Man tauscht halt einfach dieses Outfit, aber innen drin, der Mensch, der da in der Uniform, in der universellen Form steht, der ist immer katholisch. Ob der jetzt das Abzeichen der SS trägt, ob er das Abzeichen von OSS trägt, von CIA trägt, von Mossad trägt oder vom Bundesnachrichtendienst trägt, da steckt immer derselbe Geist drin. Das ist ja nur die Optik, die sich da ändert. Und deswegen hat Gott ja schon gesagt, man soll den Menschen oder die Menschen nicht an ihren Sätzen oder an ihren Äußerungen messen, sondern an den Früchten. Und die Früchte sind doch, wenn ich im Geheimdienst bin, dann bin ich doch jemand, der nicht offen ist. Das ist doch logisch. Mein Job ist es doch, ich kriege doch Geld dafür, dass ich halt meinen Mund halte oder halt unerlaubte Dinge tue, die dann nicht nach außen dringen sollen, inklusive Mord. Ich glaube, ist in Deutschland immer noch erlaubt bis jetzt, man muss ja vorsichtig sein, immer noch erlaubt bis jetzt, Soldaten Mörder zu nennen. Das sind sie ja auch, das werden bezahlt. Die kriegen Soldaten, kommt von Sold. Und das ist eben die bewaffnete Truppe, die da Geld bekommt. Ja, und deswegen, also ob der jetzt Alan Dulles Kreuzritter ist und Hochgrad Freimaurer, spielt überhaupt keine Rolle mehr. Der ist eins nicht, der ist kein Volksvertreter. Genauso wenig wie alle anderen, die in dieser Liste auftreten, Volksvertreter sind. Die sind, wenn überhaupt, Volksverdreher. Aber die treten höchstens auf das Volk, aber die haben letzten Endes ihre Allianz dem Papst geschworen und nicht irgendwie einem Volk oder einem Wahlauftrag oder wem auch immer. Das sind für die doch völlig abstrakte Dinge. Ja? Ja, John McCone hat gesagt, Gehlen war instrumental für die Formation und die Struktur des israelischen Geheimdienst Mossad. Ja, es geht immer so weiter, wenn man da wirklich mal reingeht. Clay Shaw, Knights of Malta, den kennt ihr, ne, Clay Shaw? Das war die Geschichte mit dem Staatsanwalt Jim Garrison oder diesem Film JFK von Oliver Stone. Und ach, da kommen noch so viele Sachen. Ich will nur mal hier die ganzen Sachen mal beleuchten und wie gesagt, es wäre einfacher, wenn wir die ganzen Geschichten dann auch mal dann halt auch mal so beleuchten und ja, den kennt er auch, ne? Ich kann ja auch nicht dafür entschuldigen, wenn der immer überall auftaucht, ne? Es ist wirklich nicht die Absicht gewesen. Es ist nicht die Absicht gewesen. Ich will ihn nicht dauernd sehen, aber er läuft mir permanent über die Füße. Er kommt mir, ob diese Sache jetzt stimmt oder nicht, aber dieser Mensch war auch für den Geheimdienst zuständig und zwar Minimum für den Naval-Geheimdienst des Vereinigten Königreiches von Großbritannien. Das müsste in der Lesung mit Christopher Lee gekommen sein. Welches Gesicht ihr seht, sind alle keine Volksvertreter. Brzezinski, klar, das sind The Great Chessboard, ne? Das sind hier die ganzen Leute hier, die ganzen Berater, Knights of Malta, das sind alle die Leute, die alle im selben Geist.
Liebe Leute außen, egal ob jetzt CDU, SPD oder Demokraten, Republikaner darauf steht, ja, die sind alle gleich, im gleichen Geist. Im gleichen Geist sind die alle. Das ist das Problem. Berry, Soweto, Davis und so weiter. Ach, wenn ihr Verbindungen zum Geheimdienst habt, dann könnt ihr auch mehrere Pässe haben. Also nicht Personalausweis, das ist wieder typisch deutsch, ne? Aber Pässe. Passport. Und so weiter und so weiter. Also ich will es nur mal hier beschreiben, dass es also so ist, dass also alles, was euch jetzt mit Orden zu tun hat, eben nicht nach außen kommt. Und jetzt schließen wir auch diesen kleinen Exkurs ab, weil wir haben noch viel, viel unlustigere Sachen. Die unlustigen Sachen sind, dass wenn wir mit Geheimdienstmenschen zu tun haben, und es steht ja im Raume beispielsweise von Herrn Ganser, dass das ja mit der CIA-Beteiligung nicht gerade unwahrscheinlich wäre bei dem Attentat auf den Herrn Kennedy, dann ist es so, dass man kaum unterscheiden kann zwischen Information und Schlechtinformation oder Missinformation. Egal, auf welche Seite ich hereingehe, dann habe ich Aussagen von Geheimdienstmenschen, die ich nicht beurteilen kann. Und deswegen habe ich gesagt, man muss letzten Endes logischen und gesunden Menschenverstand haben. Das, was den Leuten ja irgendwie abtrainiert oder ausgetrieben werden soll mit allen möglichen medizinischen Mitteln heutzutage. Also egal, ob man jetzt, ich weiß, er ist auch wieder Crowley, es tut mir leid, aber egal, wo man jetzt reingeht, ihr könnt oder ich kann mich auf nichts verlassen, was irgendjemand sagte, vom Geheimdienst kommt. Aus einem ganz einfachen Grunde, das sind ja alles bezahlte Geheimagenten. Der kann ja auch genau die Unwahrheit sagen und auch Dokumente können gefälscht sein. Interessante Sachen stehen hier dann trotzdem drin. Und zwar folgendes, was ich hier gemacht habe über den Herrn Kennedy. Sie haben herausgefunden, dass Robert Kennedy auf dem Telefon mit Kommunisten gesprochen hat und so weiter. Und der Hoover, der Chef des FBIs zu der Zeitpunkt des Attentates, hat eben sein Telefon abgehört. Ja, und so läuft eben die Politik in Washington. Und Bobby hat eben dann Faxkopien geschickt und so weiter. Und ich habe eben dann erfahren, dass Kennedy direkten Kontakt mit Khrushchev gehabt hat, durch Robert Kennedy und einen Russen. Und damit haben sie letzten Endes dann, wie nennt sich das jetzt wieder? Subversiv, ne? Ja, sie haben das ganze diplomatische System und Gott alleine weiß, worüber Kennedy dann gesprochen hat. Und das war eben dann damals die Entscheidung, sagt ein Geheimdienstmensch, Vorsicht hier, ja, um eben Kennedy loszuwerden, weil Kennedy den Geheimdienst übergangen hat und direkte persönliche Kontakte zu dem Herrn Khrushchev gesucht hat. Das sagt hier eine Quelle. Und er war eben zu unabhängig und er hat eben den Herrn Dulles und den Herrn Bissell dann eben herausgeworfen, wegen diesem kubanischen Gedöns, da ist natürlich jetzt hier die Bay of Pigs-Affäre gemeint, und hat eben dann dem Herrn Mansfield dann gedroht, um die Agentur dann halt da in 1000 Stücke oder wie auch immer dann zu zerschmeißen. Und da hat er jetzt eben unserem größten Feind, also für den Geheimdienst, der größte Feind ist der Geheimdienst oder überhaupt der größte Staat, der eben dann halt zum Feind stilisiert wird, in dem Moment damals die Sowjetunion, eben Geheimdienstinformationen gegeben. Das heißt, am Geheimdienst vorbei hat Herr Kennedy versucht, eine persönliche Beziehung, laut diesem Memo oder laut dieser Aussage hier, mit den Russen, Ruskis, dann da aufzurichten. Und das ist eben im Sinne des Geheimdienstes ein absolutes No-Go. Die CIA muss sowieso aus verschiedensten Gründen, wie auch beispielsweise die mangelnde Unterstützung in der Bay of Pigs-Affäre, einen absoluten Hals auf den Kennedy gehabt haben oder besser gesagt auf die Kennedy-Familie. Denn der Vater hat ja im Hintergrund noch agiert bis zu seinem Schlaganfall. Und sein jüngerer Bruder war ja dann da auch im Justizministerium da unterwegs. Also von daher, die hatten da einen Hals auf die Kennedys, weil die Kennedys halt einfach ihr eigenes Ding machen wollten am Geheimdienst vorbei. Ich meine, da habt ihr beispielsweise jetzt hier mal eine Sache, die relativ wahrscheinlich ist, dass sich der Geheimdienst da relativ im wahrsten Sinne des Wortes auf JFK eingeschossen hat. Und Kennedy wurde eben dann Verrat vorgeworfen und das ist eben dann so, dass es ganz viele geheime Dokumente und so weiter da wohl gab, die der Kennedy eventuell dann eben nicht so geheimnisvoll behandelt hat. Und und deswegen konnten sie ihn nicht jetzt zur Rede stellen, weil er Präsident war und ansonsten hätten sie einem die Kündigung dann halt da vor die Füße geworfen bekommen. Und welche Möglichkeit hatten die Menschen vom Geheimdienst denn sonst, den Kennedy halt da abzusetzen? Und das natürlich dann nur auf Geheimdienstmanier dann halt in einem Attentat. Wobei ich da mit dieser Theorie meine großen Probleme habe und das werde ich dann beleuchten, wenn wir zu der Geschichte des Attentatstages kommen. Aber ich wollte jetzt das nur mal sagen,
Wir waren entschlossen, um ihn davon zu hindern, die CIA zu schließen und so weiter. Und die Armee, die war eben dann entschlossen, den profitablen Vietnamkrieg zu machen. Und hier geht es nicht nur ums Geld und Macht. Hier geht grundsätzlich, wenn ein Geheimdienstmensch spricht, es geht nie um religiöse Aspekte. Es geht immer nur um Macht und um Krieg führen. Das ist das Einzige, was die Leute wollen. Die sind angezogen vom Bösen und natürlich auch von Gewalt. Ne? Ansonsten müssen die Leute ja nicht dauernd bewaffnet rumlaufen und irgendwelche Anschläge planen und irgendwelche Regierungen stürzen. Die Unforgivable Sin, also die Sünde, die also man nicht vergeben konnte, war, dass er eben den persönlichen Kontakt gesucht hat mit dem Führer der Sowjetunion, Nikita Khrushchev. Ja? Das mussten alle Präsidenten hatten eben uns, das State Department und so weiter, hatten eben uns zu fragen und so weiter, um die Kontakte herzustellen und so weiter. Und die Präsidenten sollen sich nur auf ihre Informationen beschränken und so weiter. Und wo käme man denn dahin, wenn jeder dann plötzlich sein eigenes Ding machen würde? Und das ist eben so die Aussage, die ich gefunden habe, wo ich mir so meine Sachen zu denke. Und deswegen, weil das eben mit dem Denken so eine Sache ist und jeder seine eigenen Gedanken, solange die noch frei sind, dann auch machen kann, gehen wir jetzt auch dann wieder weiter. Das wäre eben so die finale Geschichte gewesen, ne? Das wäre die finale Geschichte gewesen. Ja, und deswegen wollten eben viele Menschen, dass der Herr Kennedy als nicht so Hardliner wie der Herr Johnson dann halt mal von der Bildfläche verschwindet, damit man wieder mehr Krieg spielen konnte. Und das macht natürlich im Sinne des Geheimdienstes absolut Sinn. Gut. Die Kennedy-Familie, wird hier ausgesagt, lebten einen Traum und ihr Vater hat sie davon überzeugt, dass dieser real war. Die Macht kommt durch das Geld. Aber Macht muss eben dann mit anderen zusammenarbeiten, die auch eben Macht haben. Diktatoren können nicht irgendwie funktionieren ohne geheimnisvolle oder ohne mächtige Menschen. Also Barons ist hier gemeint, das ist eigentlich auch ein Adelsgrad. Du kannst sie eben nur ersetzen und du hast eben sonst keine Chance. Der Herr Kennedy war eben noch schlechter und war eben genau überall in seinem letzten Jahr, damit ist gemeint 1963, also überall total unbeliebt. Vor allen Dingen, weil, was wir ja wissen, dass eben die Mafia auch hinter Kennedy wohl hinterher gewesen ist, nachdem eben der Robert Kennedy dann auch versucht hat, der Mafia ans Bein zu pinkeln, obwohl die Mafia ja nachweislich jetzt eine Kombination hatte, dass sie einerseits den Wahlkampf unterstützen sollte, auf Geheiß des Vaters von John F. Kennedy, und auf der anderen Seite sind sie dann nach der gewonnenen Wahl von dem Bruder von JFK dann bedrängt worden und verfolgt worden. Und das geht natürlich nicht. Da haben sich die Kennedys mehr oder weniger ins eigene Bein und nicht nur dahin geschossen. Und beide Kennedys haben es ja auch nicht überlebt. Und alles andere ist jetzt, hier gesagt, hier nicht so wichtig. Ich wollte es einfach nur mal jetzt hier benennen, weil das ist sehr interessant. Weil, wie gesagt, wir wissen heutzutage, dass Kennedys Telefon abgehört wurde durch FBI. Also im Endeffekt wussten viele Menschen, was die Kennedys vorhatten. Dafür braucht man keine geheimen Dokumente. Man muss letzten Endes jetzt hier nur die Telefone abhören und Wanzen installieren. Also ich denke, dass eine ganze Menge Menschen hinter den Kulissen wussten, was Kennedy vorhatte. Und viele Dinge wussten die auch bis heute noch nicht raus sind. Aber wie gesagt, der Kennedy hat sich eben dann unglaublich verscherzt mit vielen Menschen, weil er dann plötzlich, nachdem er Präsident geworden ist, so die komplette Politik hat rumgedreht und eben gar nicht das gemacht hat, was man von ihm erwartet hat, und zwar in jeglicher Beziehung. Das ist interessant, ne? Er hat direkte Kontakte gesucht. Warum macht er das, wenn das stimmt? Warum macht er einen direkten Kontakt zum sowjetischen Präsidenten? Ja, bestimmt nicht, weil er irgendetwas zu verheimlichen hat, oder? Also hat der Kennedy doch überhaupt, wenn man so will, überhaupt keinen Respekt oder halt auch keine hohe Meinung von seinem Geheimdienst gehabt. Und ich glaube, wenn irgendjemand diese total abgedroschene Phrase dreschen würde von wegen "We will drain the sump", wir werden den Sumpf irgendwie austrocknen, dann ist garantiert nicht Donald Trump gemeint, sondern wenn überhaupt, der Herr Kennedy. Das Problem ist nur, dass der Kennedy ja auch aus einer Familie kommt, die nicht gerade für Ehrlichkeit berühmt ist. Ja, und deswegen ist das sehr interessant, aber ich will hier einen ganz anderen Punkt heute benennen. Alle waren nicht traurig, dass Kennedy ermordet worden wäre von der Mafia und so weiter, aber sie hatten eben nichts zu tun mit dem wirklichen Anschlag. Tja. Ja, und Hoover zwischen FBI und dem Justizminister Robert Kennedy, da hat es wohl auch nur noch dauernd gekracht. Bobby wusste natürlich wahrscheinlich von der Homosexualität des FBI-Leaders und Hoover hat dann auch Telefone abhören lassen und so weiter. Die beiden haben sich dann gegenseitig unter Druck gesetzt und keiner konnte dem anderen irgendetwas. Also das ist schon so, dass wenn man die CIA bitteschön benennt zur Vertuschung
oder Beteiligung an dem Attentat an John F. Kennedy, dann muss man aber auch mindestens FBI und J. Edgar Hoover in einem Atemzug nennen. Das ist irgendwie ganz klar, egal wie man jetzt hier reingeht. Ich will jetzt, wie gesagt, nicht jeden Satz hier, ich kann die Sätze ja auch nicht beweisen. Ja, es geht nur darum, wenn man sich so viele Diskussionen anguckt und so viele Bücher liest, kommt man zwangsläufig zu dem Schluss, dass man, je weiter höher man in der Hierarchie kommt, desto skrupelloser und erpressbarer muss man sein. Also, um einen Präsidenten zu töten, das ist niemals leicht und es muss eben mit großer Sorgfalt in allen möglichen Einzelheiten geplant werden, ne? Dass man eben nicht zu viel verrät und dass man eben nicht an den falschen Plätzen irgendetwas dann halt kaputt macht. Und deswegen hat man beispielsweise hier, sagt jemand, den Herrn Johnson dann eben auch an Bord gehabt, den damaligen Vizepräsidenten, der ja der direkte Nutznießer dieser ganzen Anschläge oder dieses Anschlags gewesen ist. Und eben dann auch LBJ, also Lyndon B. Johnson, was a pill in the box, ne? Also der war sozusagen ein Volltreffer, der hatte auch viel Wissen und wollte eben unbedingt das Oval Office haben, ne? Also hier, das ist das Weiße Haus, ne? Der Regierungssitz und sozusagen das Regierungszimmer. Ja, und Bobby hat ihn dann jeweils immer geärgert. So, und jetzt kommen wir eben zum Vorspiel. Oder 5 vor 12. Warum mache ich mir die ganze Arbeit? Warum hört der Jörg sich das alles an? Warum kümmern wir uns eigentlich um diesen Fall? Ganz einfach, weil wir die Wahrheit herausfinden wollen. Wir wollen euch dazu auffordern und zu ermuntern, mit uns zusammen auf die Reise zu gehen, Dinge in dieser Welt passieren unter dem anderen Licht, nämlich des Evangeliums und dem anderen Licht der Bibel, der einzigen Wahrheit Jesus Christus zu beleuchten. Und das können wir, beziehungsweise ich, irgendwie immer viel einfacher, indem ich mir die Gegenposition angucke, indem ich die ganzen Lügen angucke in dieser ganzen Welt und dann plötzlich feststelle, stopp, das ist doch alles hier. Ja, überhaupt nicht so. Das ist doch alles ganz anders. Warum erzählt das denn keiner? Weil viele Menschen Angst haben vor den Konsequenzen. Ja? Wir müssen davon ausgehen, dass wir nicht nur bekämpft werden irgendwann, sondern dass man uns einfach loswerden will. Nicht nur, weil wir jetzt die Situation jetzt irgendwie so einschätzen, sondern weil es einfach in der Bibel so drinne steht. Ja, aber ich kann auch nicht hier gegen meine Natur und gegen meine Aufgabe gehen, indem ich halt irgendwie nur Smalltalk liefere und sage, hey, ich habe was rausgefunden, guck mal hier. Und alle Leute sagen, ja, das ist interessant und ich habe da heute Mittag auch eine Tüte Chips bei gegessen und ich habe einen schönen Mittag gehabt. Das ist überhaupt nicht die Geschichte. Wir wollen Menschen dazu bringen, über das Leben nachzudenken, über die Wahrheit nachzusinnen und zur Bibel zu kommen. Und deswegen haben wir die Kontraposition von der Klugscheißerin. Das ist ja eine Schauspielgeschichte, wo ich zum ersten Mal nicht wusste, ist das jetzt ernst gemeint oder ist das Satire oder kann das weg, ist das eine Fettecke? Auf jeden Fall sind hier ein paar Punkte dabei. Ihr werdet es nicht glauben, aber selbst das hilft, indem man halt ein komplettes Bild bekommt. Diese Dame sagt in einem 4-Minuten-Bericht, also die braucht nicht 100 Folgen wie ich, sondern 4 Minuten, sagt die halt einfach, nee, der John F. Kennedy, der hatte Rückenprobleme, das stimmt, und trug ein Korsett, ja, und das kostete ihn das Leben. Also das Leben kann ganz einfach sein, wenn man der Dame hier folgt. Ja, das ist wirklich ganz simpel. Ihr müsst letzten Endes gar nicht so Bücher lesen, sondern 4 Minuten bei YouTube. Länger können sich die meisten eh nicht konzentrieren. Und die sagt einfach, das ist das Korsett, was ihnen das Leben gekostet hat. Ihr werdet gleich sehen, worauf es hinausgeht. Denn normale Menschen würden sich ducken und sich im Fußraum verstecken. Wenn der erste Schuss abgefeuert ist. Das war ihm aber aufgrund des Korsetts nicht möglich. Also von daher wisst ihr jetzt ganz genau, wer schuld war. Schuld war das Korsett. Ist ganz klar, oder? Also, ihr denkt jetzt vielleicht, ich mache Spaß, aber ihr werdet euch noch wundern. Er saß aufrecht in der Limousine und der dritte Schuss traf ihn dann tödlich. Das ist das, was sie sagen muss, weil die offizielle Meinung ist ja, dass es 3 Schüsse gäbe. So, das ist die Sache. Klar. Und das ist das Korsett schuld, ne? Denn der Mann war ja krank gewesen. Der John F. Kennedy, der sei jetzt hier bei offiziellen Anlässen mit einem Gabelstapler aus der Air Force One, also dem Präsidentenflugzeug, angehoben worden. Und da habe ich erstmal gesagt, das ist eine interessante Sache. Es gibt ja nichts, was für nichts gut ist. Und deswegen bin ich der Klugscheißerin hier schon fast dankbar für diesen Punkt. Der stimmt. Das ist ein Foto aus einem Besuch in Kanada am 16. Mai 1961, wo der Herr John F. Kennedy mit einem Gabelstapler aus der Präsidentenmaschine gehievt wird. Also jeder, der jetzt sagt, der John F. Kennedy war 10 kampfverdächtig und der hätte auf jeden Fall 80 Jahre alt gewesen, das kann man aufgrund dieses Fotos jetzt hier nicht sagen. Aber was man sagen kann ist, also er hat es ja auf jeden Fall schon irgendwie ernst gemeint mit seiner Politikerlaufbahn, oder? Der hat nicht gesagt, ich habe einen gelben Schein, ich kann nicht. Also wir müssen halt mal ein bisschen politisch und positiv sehen. Abgesehen davon, dass ich das natürlich schon ein bisschen skurril finde, wahrscheinlich dieses Foto irgendwie noch kaum jemand gesehen hat, hat es noch einen ganz anderen Hintergrund. Die Dame sagt ja,
Der Mensch wäre krank gewesen, hätte Rückenprobleme gehabt und der wäre sogar mit einem Gabelstapler aus der Air Force angehoben worden. Ja, aber es ist auch eben nicht richtig, wenn man nicht die ganze Wahrheit erzählt. Da gehen wir doch einfach mal rein. Ich kann jeden dazu ermuntern, ja, bitte macht eure eigenen Nachforschungen. 16. Mai 1961, John F. Kennedy in Kanada. Mit einem Gabelstapler. Okay. Apropos Gabelstapler, da fällt mir noch unsere Serie ein, satanische Musikagenda, mit der Geschichte von Agneta und ihrem gabelstaplenden Niederländer, mit dem sie sogar längere Zeit zusammen gewesen ist. Und das ist eben hier die Folge 154, Agneta und der besessene Fan, der nicht nur Stalker war, sondern auch Gabelstaplerfahrer. Ich wollte ja nur noch mal sagen, da gibt es auch noch andere Serien von uns, die in andere Bereiche reingehen, mit Dingen, die sonst niemand, glaube ich, so beleuchtet. Okay, gehen wir weiter zu John F. Kennedy. Weil er zu schwach war, die Treppe zu gehen, und Ärzte, die hätten Mut gemaßt, dass er, also John F. Kennedy, aufgrund seiner Rücken- und Darmprobleme vermutlich sowieso nicht älter als 50 Jahre geworden wäre. Also, liebe Klugscheißerin, dieser Mann ist 46 Jahre alt geworden und war gerade dabei, für die nächste Kandidatur aufgestellt und eventuell auch gewählt zu werden, man weiß es ja nicht. So, und ich glaube nicht, dass es irgendeinen Arzt auf dieser Welt gibt, der sagen kann, wie alt du wirst. Ja? Wenn du also aufgrund von Rücken- und Darmproblemen irgendwie, da kann Menschen können da ganz schön alt bei werden. Das ist übrigens vom selben Tag. Da sieht der John F. Kennedy mit seinen unglaublichen Rücken- und Darmproblemen, wie er gerade da einen Baum pflanzt. Ne? Der Mann schaufelt. Ohne Krücken. Ich weiß nicht, warum man mit Krücken aus dem Flugzeug gekommen ist, aber vielleicht hat ihm auch irgendwie die Natur zu einer spontanen Heilung erfolgt. Aber wie gesagt, das hinzustellen und dann zu sagen, der ist mit Krücken aus dem Flugzeug raus, deswegen war der überhaupt, der war todkrank und der wäre nicht 50 geworden. Also hallo Leute, bitte, bitte, bitte immer recherchieren und gucken, ist das die ganze Wahrheit, ist das nur ein Teilaspekt der Wahrheit? Also das sieht mir jetzt hier nicht nach jemandem aus, der jetzt so gehandicapt wäre. Geht weiter, ich habe noch mehr Bilder davon. Ne? So, also so tief beugt er dich dann drüber und so weiter. Und nochmal, es gibt auch Menschen, die gehandicapt sind, die trotzdem weiter regieren können, in welcher Form auch immer. Ne? Hier haben wir den Wolfgang Schäuble, der hat es sehr weit hochgebracht in der Bundesrepublik Deutschland. Das hat auch seine Gründe. Der Mann hat auch nicht gerade unwichtige Dinge erzählt, beispielsweise, dass wir in Deutschland seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen sind. Das hat er gesagt. Und zwar hier, Wolfgang Schäuble, im Jahre 2011. Da hat er gesagt, Souveränität, die in Europa längst ad absurdum geführt worden ist, spätestens in den zwei Weltkriegen der ersten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts, also 1914 bis 18 und 1939 bis 45, also die offiziellen Zahlen, sind wir in Deutschland, sind seit dem 8. Mai 1955, da hat sich versprochen, hat er nochmal gesagt, 45, also zu dem Zeitpunkt der Kapitulation der Wehrmacht, zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen und so weiter und so fort. Das hat er gesagt. Hallo, der war Finanzminister, Bundesfinanzminister, das ist nicht irgendjemand. Das hat er gesagt. Seit dem 8. Mai 1945 ist Deutschland zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Das hat er gesagt. In seiner Funktion als einer der obersten Politiker der Bundesrepublik Deutschland. Das hat er nur nicht offiziell jetzt gesagt bei ARD, ZDF, Tagesschau, Tagesthemen, Heute-Sendung oder so. Hat er auf einer Bankensitzung gesagt. Beim Europäischen Bankenkongress in Frankfurt am Main, 18.11.2011. Und das ist weit, weit nach dem 2+4-Vertrag von 1990. Aber, und jetzt kommt dieses Aber. Wenn ihr eine der wenigen Chancen mal nutzen wollt im Leben, die man noch hat, solange YouTube noch besteht, dann ist es beispielsweise hier von dem gehandicapten Wolfgang Schäuble, der trotz seinem Handicap mittlerweile schon deutlich älter ist als Kennedy und der jetzt auch im Rollstuhl sitzt. Und das hindert eine nicht-britische Geschäfte wahrzunehmen, wie man am Beispiel von Schäuble sieht. Und der Schäuble hat dieses gesagt, dass Deutschland nicht mehr souverän ist seit dem 8. Mai 1945 in 2011. Und wir in Deutschland sind seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen. Und jetzt guckt mal, was die Bundesregierung sagt, heute, am 20. Januar 2022. Die sagt auf ihrer offiziellen Seite bundesregierung.de, 12. September 1990, also 21 Jahre vor der Äußerung von Schäuble, ja, der 2+4-Vertrag 1990 sichert dem wiedervereinigten Deutschland volle Souveränität. Entweder
die Bundesregierung oder der Herr Schäuble? Einer also von sicher zu ist ja nicht gibt. Ne? Ja, ja. Da steht bei diesem Vertrag, dass dieser Vertrag Deutschland die volle Souveränität zusichert. Ja. Das heißt nicht, dass Deutschland die volle Souveränität auch bekommen hat. Ja, aber die unter anderem. Das ist so de facto und de jure, weißt du? Ja, aber das ist de letzten Endes. De facto sind wir souverän, aber de jure sind wir es nicht. Ja, das ist eben damit jetzt hier hundertprozentig klar, dass entweder einer von beiden letzten Endes jetzt hier nicht die volle Wahrheit spricht. Entweder spricht die Bundesregierung nicht die volle Wahrheit oder aber der Schäuble lügt oder spricht nicht die volle Wahrheit. Er sagt, wir sind niemals mehr voll souverän gewesen. Und die Bundesregierung auf ihrer Seite sagt hier und heute, ich meine, ihr seht ja, wie aktuell das hier ist mit der Warn-App und so weiter und so fort und Klimaschutz, dass eben die volle Souveränität zugesichert wird. Das heißt nicht, dass es die auch de facto gibt. Das ist klar. Ja? Und da mal wieder die 100.000 Mark aus dem schwarzen Koffer. Und der Mann ist später Finanzminister geworden. Das Dach hätte ihn nicht geschützt. Wir kommen zu den wirklich richtigen Hammersachen. Die Hammersachen kommen aber beim Doug Hammers gehört. Den kennt kein Mensch irgendwie. Es gibt Beweise, dass eben der Chef der Vereinten Nationen im Flugzeug abgeschossen wurde. Also ein Mordattentat. Da gibt es Augenzeugen, die eben gesagt haben, dass der Chef der Vereinten Nationen abgeschossen wurde, beziehungsweise dass es eben ein anderes Flugzeug gewesen wäre, das da eben aufgetaucht ist bei seinem Crash im Jahre 1961. Das ist das, was von dem Flugzeug übergeblieben ist. Und wenn jemand denkt, Doug Hammarskjöld ist irgendwer, dann hat er die Rechnung ohne die Vereinten Nationen gemacht. Das ist letzten Endes die Weltregierung, die wir schon längst haben, was aber irgendwie keiner wahrhaben möchte. Das ist der Generalsekretär Doug Hammarskjöld. Der ist eben dann abgeschossen worden über heutzutage Sambia. 50 Jahre oder 1961, also eine ganze Menge Zeit. Und dieser Mord war eben dann vertuscht bei den britischen Kolonialherrschaften. Mhm. Sie haben eben dann die Zeugenaussagen von Dorfbewohnern dann runtergespielt und haben dann das alles vertuschen wollen. Und meine Geschichte ist jetzt diejenige, dass man sieht, dass man also auch ganz hochrangige Politiker abschießen kann, im wahrsten Sinne des Wortes. Es gibt eine Zeugenaussage, die sagt, ich habe das Flugzeug eben zweimal zirkeln sehen oder ein Zirkelschreiben sehen. Die dritte Time und bei der dritten Mal kam eben Feuer von irgendwo über dem Flugzeug. Es hat also total gleißend hell dann plötzlich geleuchtet und ich konnte nicht eben beschreiben, ob das Flugzeug explodiert, denn das Feuer und so weiter sprang auf dieses Flugzeug quasi über. Hm? Und wenn man jetzt wissen will, was es damit zu tun hat, ist es so, dass es da wohl einige Menschen gibt, die sagen, ja, da ist wohl einiges da dran. Also es gibt keinen Zweifel, dass dieser Zeit eben der tote Herr Generalsekretär Hammarskjöld, der sich bis dazu schon mit den Sowjets, den Franzosen und den Belgiern entfremdet hätte, dann eben sich da in Dinge einmischen wollte, die ihn angeblich nichts angegeben hat, nichts angingen. Und es gibt eben keine Sicherheit darüber, warum er jetzt umgebracht worden ist, aber es gibt eben eine ganze Menge Umstände, die eben darauf zeigen, dass es eine mögliche Beteiligung von westlichen Kräften gäbe. Damit meinen wir natürlich jetzt hier auch bitteschön Geheimdienste, ne? Das sind Mordaufträge. Ja, ich wollte noch mal kurz eben zufügen. Es wird ja hier erwähnt, es gibt keinen Zweifel daran, dass in der Zeit des Todes von Hammarskjöld, der sich also entfremdet hatte von den Sowjets, den Franzosen und den Belgiern. Das ist aber ja wie so Belgien. Das ist so ein kleines Land. Was spielt denn Belgien für eine Rolle? Ihr kennt ja alle den Marius, jetzt komme ich gar nicht mehr auf seinen auf seinen Nachnamen, der ja bei vielen meiner Videos, der Marius Tischbirek mit einem bisschen polnischen Hintergrund, der ja auch bei vielen meiner Videos mal aufgetreten ist. Der hat letztens angefangen, ein Buch zu lesen, was mir die Renate auch mal zugeschickt hat, von Avro Manhattan, nämlich Der Vatikan und das 20. Jahrhundert. Ein unglaublich interessantes Buch. Und er hat daraus eine Lesung gemacht, aus einem Kapitel, das heißt Belgien. Und obwohl ich hier 30 Jahre in Belgien lebe und ich weiß, dass Belgien eine jesuitische und katholische Hochburg ist, war mir doch nicht bewusst, wie das ist. Und in dieser einstündigen Lesung oder 50 Minuten, die er das Kapitel gelesen hat, ich habe mir das im Auto angehört, kommt ganz deutlich davor, wie jesuitisch und katholisch kontrolliert dieses kleine Land ist. Und wenn jemand wie der UN-Vorsitzende sich mit Belgien überwirft, dann überwirft er sich nicht unbedingt mit dem belgischen Volk. Das spielt gar keine Rolle. Aber dann überwirft er sich mit einem großen Teil der römisch-katholischen Hierarchie.
Wenn man zum Beispiel weiß, dass die Universität von Löwen, wo ich ja auch damals studiert habe, und ich lebe ja hier in Löwen und ich muss ja ständig die Leute von und zur Universität fahren und so weiter, dass da früher der Rektor der Universität wurde direkt vom Vatikan eingesetzt. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt also nicht viel auf der Welt, Schulen, Universitäten, wo das passiert ist. Die Bevölkerung hier in Belgien war, glaube ich, zu der Zeit in den zur Zeit des Zweiten Weltkrieges ungefähr weit über 80% katholisch. Und wie viele Jesuitenstandpunkte es hier gibt, ist ja inzwischen auch vielen auch durch meine Lesungen bekannt. Deswegen, ich wollte nur mal eben sagen, man liest da so leicht drüber hinweg, die Sowjets, die Franzosen und die Belgier. Was haben denn die Belgier? Das ist so unser kleines, unbedeutendes Land. Weil das eben in der römisch-katholischen Hierarchie unglaublich wichtig ist. Und wir dürfen nicht vergessen, Michael hat ja am Anfang genug erzählt über Malteser-Ritter und Kolumbus-Ritter und was weiß ich nicht, welche Ritter alle mal. Das sind eben alles römisch-katholische Ritterorden. Ja? Und deswegen sind die Belgier ein viel wichtigeres Land, als das die meisten Menschen sich überhaupt vorstellen können und werden hier mit den Sowjets und Franzosen in einem Atemzug genannt. Das sind zwei Atommächte. Die Sowjets waren zu der Zeit neben den USA die beherrschende, zwischen Anführungszeichen, Weltmacht. So wurde den Menschen vorgespielt, wenn man den Vatikan außer Acht lässt. Aber eben, wie stark der Vatikan in Belgien ist, das wird nirgendwo erwähnt. Das fand ich doch mal eben interessant, um das erwähnen zu können, und möchte auch jedem gerne mal anraten, sich das Buch von Avro Manhattan zu besorgen. Ich habe es hier als physische Kopie auf meinem Schreibtisch liegen. Ich werde es mal eben in die Hand nehmen. Der richtige Titel lautet Der Vatikan und das 20. Jahrhundert. Ja. Das Buch gibt es auch gratis, als PDF. Den Link können wir gerne in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmachen. Das kann jeder dann gratis lesen und sich mal anschauen. Das ist ein unglaublich, unglaublich interessantes Buch, wo eben viele Verwicklungen eben auch dargelegt werden auf eine Art und Weise, wie man das bis jetzt noch nie gemacht hat. Ne? Gut, Avro Manhattan selbst war Malteser-Ritter, aber man muss hier und da natürlich Abstriche machen in der Information, die er gibt, auch weil er politische Bücher und keine religiösen Bücher schreibt, aber trotzdem sehr, sehr gut. Und Entschuldigung, Michael, aber das mit den Belgiern, ich finde das echt mal interessant. Wir kommen jetzt auch gleich noch zu Belgien. Belgier? Wir kommen ja noch zu Belgien. Ja? Ja, muss ja gar nicht mal. Ich wollte nur mal eben den Punkt anholen deswegen. Ne? Also private Briefe haben ausgesagt, dass er wohl eben angewidert war über das Verhalten der Großmächte. Und dieser war eben ein Schwede, der Herr Hammarskjöld mit seinem Namen. Und er ist eben dann hier einen tödlichen Flugzeugunfall hat er gehabt. Wie übrigens auch John F. Kennedy Jr., ne? Wenn wir uns daran erinnern. Immer diese ganzen Flugzeugunfälle, die viele Menschen haben. Also es gibt überproportional, meine ich zumindest, viele, viele mehr VIP-Flugzeugabstürze als ein normaler Mensch, der vielleicht jedes Jahr irgendwie nach Mallorca flog oder so. Da passiert irgendwie nie was. Ne? Aber immer diese ganzen Flugzeugabstürze. Er wurde also dann posthum mit dem Friedensnobelpreis dann auch belegt. Ne? Ist jetzt nur mal ein Name, der nicht viel aussagt, aber immerhin. Ja. Und der amerikanische Präsident John F. Kennedy hat eben ihn benannt als den größten Staatsmann seines Jahrhunderts. Jahrhunderts. Links habt ihr den Herrn Hammarskjöld. Ich kann den Namen ja nicht merken. Hammarskjöld. So. Links habt ihr den Herrn Hammarskjöld und rechts habt ihr den Herrn Kennedy. Links habt ihr den Herrn Hammarskjöld, rechts der Herr Kennedy. Das hat er gesagt. Das heißt, er war sein Vorbild und sein Vorbild ist 1961 höchstwahrscheinlich abgeschossen worden. Also man kann jetzt nicht sagen, der Herr John F. Kennedy hat jetzt irgendwie so kein Gefühl dafür, dass er vielleicht einen gefährlichen Job hätte oder so. Deswegen macht mich immer so seine grenzenlose Naivität und sein Bart in der Menge immer so total skeptisch. Ich weiß auch nicht, ob der besonders naiv gewesen ist oder es einfach irgendwie dann so völlig egal gewesen ist. Naja, also auf jeden Fall über dieses Kongo-Abenteuer hat eben der Herr Kennedy dann eben ein Meeting gehabt in Washington am 14. März 1962. Und er hat eben dann bei dieser Geschichte hat er dann wohl auch hier gesagt über den Herrn, für den verstorbenen Herrn Doug Hammarskjöld, eben, I realize now that in comparison to him, I am a small man. Also im Verhältnis zu ihm, im Vergleich zu ihm, bin ich ein kleiner Mann. Er war der größte Staatsmann des Jahrhunderts. Interessant. Und der größte Staatsmann des Jahrhunderts, der Hammarskjöld, der hat sie eben gesagt, er hätte also dann sich als verscherzt oder mit den Großmächten, ne? Und auch inklusive den Sowjetunion und Belgien. Interessant. Da fällt mir doch noch jemand ein. Und das ist der Herr Minister Lumumba.
Der ist übrigens benannt worden, auch in der Geschichte mit der JFK-Anschlägen von dem Daniele Ganser, der Herr Premierminister Lumumba. Der war nur ganz kurz Premierminister, nämlich vom 24. Juni bis zum 5. September 1960. Also auch zu der Zeit, wo der Herr Kennedy, ne, genau, der angeblich mächtigste Mann der Welt gewesen ist, oder knapp dazu. Jetzt guck mal, was da steht. Der Herr Lumumba war der erste Premierminister der Republik vom Kongo, also sozusagen unabhängigen Republik im Kongo. Und er ist umgebracht worden. Und viele Menschen haben gesagt, dass der letzte Teil der Operation eben persönlich kontrolliert gewesen ist bei Belgien, dem Polizeikommissar Franz Verschöre. Und diese Menschen wurden eben dann erschossen. Einfach erschossen. Exekutiert. Aha. Und ihr wollt nicht wissen, wie brutal das da abgegangen ist. Was wir wissen oder was offizielles Wissen wäre heutzutage, ist, dass die belgische Regierung eben dann dieses da beauftragt hätte. Ne? The Belgian government hätte eben dann requested Lumumbas Exekution. Ja, mit Todesschwadronen. Und es gibt auch eine Geschichte, dass eben die CIA, da haben wir nämlich genau den Herrn Dulles und Konsorten dabei, dass die eben da auch mitgemischt haben. Ne? Zwischen den Vereinigten Staaten und Belgien, um eben den Herrn Lumumba eben aus dem Weg zu räumen. Ne? Erste Premierminister, nochmal. Ne? Also gerade der frisch gegründeten, wie soll man sagen, Republik von Kongo. Genau. Und das ist eben angeblich angeordnet worden vom amerikanischen Präsidenten Eisenhower. Fragt den Herrn Ganser, der behandelt das in seiner Geschichte da. Ne? Währenddessen er seine Einweihung zur Präsidentschaft abwartete, war Kennedy zu dem Glauben gekommen, dass Premierminister Lumumba eben dann freigelassen worden wäre aus der Haft, aber nicht dazu erlaubt gewesen wäre, um wieder an die Macht zu kommen. Aber Lumumba wurde 3 Tage später getötet, bevor der Kennedy in Amtseinführung am 20. Januar. Also das hat sich komplett überschnitten irgendwo. Muss man sich vorstellen. Und das ist Church Committee, haben wir in der letzten Sendung schon, die haben dann wohl rausgefunden, 1975, dass der CIA-Chef Allen Dulles genau, derjenige, der ja von dem Herrn Ganser so prominent verdächtigt wird, eben genau diesen Anschlag, diese Ermordung angeordnet hätte. Das heißt, wir haben hier den Chef der CIA, der sagt, tötet den Premierminister von Kongo. Wenn das jetzt nicht aktuell wäre, dann weiß ich aber auch nicht. Und der Herr Kennedy selber war da machtlos, sozusagen, weil er noch gar nicht ins Amt eingeführt wurde. Oder noch gar nicht eingeführt war. Ja, das hat eben damit zu tun, dass es also früher unter belgischer Kontrolle gestanden hat. Und dann ist eben Lumumba, ersuchten die Vereinten Nationen und deren Generalstaats- oder Generalsekretär Dag Hammarskjöld um Hilfe und erklärten Belgien den Krieg. Belgien verstärkte daraufhin seine Truppenpräsenz in Katanga und die UN entsandten erste Verbände nach Leopoldville. Das ist übrigens eine sehr berüchtigte Stadt. Ne? Denkt mal an diesen sogenannten AIDS-Virus. Ne? Das hat ja auch mit dem König zu tun, der Belgier. Ne? Belgien war ja auch schon mal oder ist ja auch immer noch nach außen hin eine Monarchie. Und deswegen hat natürlich wieder alles damit zu tun, dass, wie war das, mach mal eben, es ist gerecht, heretische Könige und so weiter abzusetzen. Inri, erinnert euch vielleicht an eine letzten Sendung. Und das ist genauso eine Situation. Da macht sich einer zum Präsidenten einer Republik von Kongo und der ist den Machthabern in Übersee, sprich in Belgien und in USA, nicht angenehm. Und dann kommt der Chef von CIA und sagt, der soll entfernt werden aus dem Amt. Ne? Das hört sich jetzt hier ganz euphemistisch an. Aber das hat eben mit politischen Mitteln nicht funktioniert. Dann wurden Abgeordnete bestochen, Misstrauensvotum ausgesprochen, Demonstrationen orchestriert. Guck mal, wie aktuell wieder alles ist. Ja? Und ein Kontakt hergestellt mit dem Chef der kongolesischen Armee. Und der wurde dann mit finanziellen Zusagen gelockt. Und ihm wurde dann beauftragt, er soll mit der Armee auf die Hauptstadt vorrücken. So, dann gibt es die genauen Umstände, sind dann unbekannt. Aber er wurde dann halt schwer misshandelt und kurz darauf wurde dann halt dann eben auch ermordet. Oder ist wie auch immer. Aber wie gesagt, die genauen Geschichten kriegst du dann auch nicht hin. Aber um wirklich zu sehen, ich weigere mich das vorzulesen, wie brutal die Belgier und
eventuell auch zusammen mit dem amerikanischen Geheimdienst die Menschen dafür gesorgt haben, um einen Premierminister aus seinem Amt zu entfernen. Da müsst ihr nur den fettgedruckten Satz lesen. Die Belgier sind verantwortlich für einen Menschenmassenmord, Völkermord in Kongo oder Zaire oder wie man das nennen will, unter Leopold von mehr als 12 Millionen Menschen. Ja. Und nicht nur irgendwie so ermordet, teilweise grauenvoll, auf grauenvollste Art und Weise abgeschlachtet. Mhm. Abgeschlachtet, wie man Tiere in einem Schlachthaus abschlachtet. Ich habe vor Jahren einen Kontakt zu jemandem gehabt, der Belgier war. Und ich wusste da jetzt über die Geschichte gar nicht so ganz genau Bescheid. Und der hat mir dann irgendwann seinen Vater vorgestellt. Und das war also ganz normale Unterhaltung und hatte einen ganz anderen Hintergrund. Und dann habe ich ihn mal gefragt, ich sage, oh, was hat dein Vater denn gemacht und so, ne? Weil Vater war so ganz dünn und aufrecht immer gesessen und so weiter. Er sagte, der war Soldat im Kongo, der hat N... umgebracht. So völlig empathielos. Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, wir sind ja viel zu verwöhnt, um uns das vorstellen zu können, was wozu Menschen fähig sind. Ja, und hier genau, also der Vorgängerpräsident von John F. Kennedy hat eben dann den Befehl erteilt, Lumumba mittels Gift zu liquidieren oder sonst irgendwie aus dem Leben das zu hauen. Und dann gibt es auch CIA-Wissenschaftler angeblich, der aber dann halt mit MK-Ultra zu tun hat, also mit Mind Control, also mentale Kontrolle heißt es eigentlich. Und auch tödliche biologische Materialien, beispielsweise Anthrax, Tuberkulose und so weiter zu übergeben. Da sieht man, wir reden jetzt hier über biologische Kriegsführung, ne? Bitteschön. Das ist 1960, das ist 60 Jahre her. Bitte mal eben nachdenken, was wir jetzt im Augenblick für eine Situation haben. Ne, gibt es auch eine Buchempfehlung. Und wie gesagt, da gibt mehrere Quellen, die halt da auch genau dieselbe Geschichte machen. Kennedy hat eben die CIA jetzt schon wieder opportuniert und war dagegen und ist eben dann, ja, dann auch wieder genau unangenehm im Sinne des Geheimdienstes aufgefallen. Denn im Januar 1961 hat eben dann der Eisenhower den Befehl gegeben für den Anschlag auf den Mumbumba und auch der UN-Sekretär ist dann eben, der Hammarskjöld ist eben dann in einem sehr verdächtigen Flugzeugunglück 1961 ums Leben gekommen. Und der Herr Kennedy genauso. Also alle Menschen, die vielleicht irgendetwas in Richtung Volksvertreter oder gegen die Großmächte unternehmen wollen, die werden dann halt beseitigt. Ne? Kommt aus dem Buch und aus dem Video von dem Herrn Ganser, Imperium USA und auch diesem aktuellen Video. Ihr werdet hoffentlich staunen, und zwar im Positiven, was ich da gefunden habe. Ich hoffe, das ist wirklich, das hat mit Kennedy meiner Meinung nach sehr viel zu tun. Es geht sich hier nicht um einen Orden nur, der jetzt hier mit einem Kreuz zu tun hat, über ein angeblich protestantisches Land, was es schon lange nicht mehr ist, des freien Frankreich, was letzten Endes der Herr General, ne, nochmal Militär, Charles de Gaulle per Dekret Nummer 7 1940 und so weiter gestiftet hat, sondern es geht sich hier um eine ganz andere Geschichte. Ihr werdet es nicht glauben. Also der kriegt dann auch ein Lothringer Kreuz, einen Schelm, wenn er etwas Böses bei denkt. Also nochmal eben zu dem Herrn Charles de Gaulle. Wir erinnern uns, der Kennedy ist von seiner Reise gekommen von Irland, katholisches Land, Frankreich, katholischer General, nach Deutschland, katholischer Konrad Adenauer, nach Italien, katholischer als der Papst. Und da hat der Herr Charles de Gaulle eben auch eine Note bekommen, dass eben, was ich gefunden habe, dass er eben wieder eingesetzt hat, die Freimaurerei in Algerien. Das ist interessant. Also im Endeffekt hat man sich immer denjenigen Menschen dann bemüht und angedient, die man dann irgendwie bräuchte. Ne? Charles de Gaulle mit dem Papst Maximus Yves Seck im Élysée-Palast 1965. Und zwar ist das hier der Patriarch von Antiochien und von Alexandrien und Jerusalem, der melkitisch-griechisch-katholischen Kirche. Das ist nämlich genau er. So, und das ist jetzt noch ein anderes Bild von demselbigen Staatsführer von Frankreich. Charles de Gaulle trifft eben Paul den VI. Das ist derselbe Papst, der ja diesmal auf dem nicht-höheren Stuhl sitzt. Interessant, ne? Guckt euch mal dieses Bild hier an. Das ist nicht so brutal unterschiedlich wie bei dem Herrn Kennedy, oder?
Da sitzt er natürlich in Amt und Würden hier, aber der Charles de Gaulle sieht jetzt hier nicht so klein aus wie der Herr Kennedy aus seinem Stühlchen von letztens. So, und das ist jetzt der Vorgeschmack über das, was jetzt kommt. Und ich kann nicht alles beweisen, dass das jetzt so stimmt, was jetzt kommt, aber das ist das, was ich rausgefunden habe und das ist das, was jetzt mit dem Kennedy-Mord hier auch zu tun hat. Da gucken wir uns das mal an. Ein Tag in der Geschichte. Der 22. August 1962. Wir reden von ungefähr ein Jahr vor dem Anschlag an Kennedy. Citroën hilft Herr de Gaulle, um einen Anschlag zu überleben. Am 22.08.62 überlebt eben der Herr Charles de Gaulle wieder einen von mehreren Anschlägen gegen ihn, dank der überlegenen Leistung des präsidentalen Automobils, die schlanke aerodynamische Citroën DS als La DS, also die Göttin. Aha. Hat nichts mit Religion zu tun, nein. Ne? Also DS, das ist dieses Auto, das ist eine Spielzeugfigur. Ich fand dieses Ding aber so gut, weil wir vielleicht ein paar Parallelen haben, die vielleicht noch kaum einer auf dem Schirm hat, zu der Geschichte mit John F. Kennedy. 1962 hat eben eine Gruppe namens OAS, der Geheimen Organisation oder Armeeorganisation, dann eben einen Attentatsanschlag auf den Herrn Präsidenten de Gaulle dann irgendwie dann ausgeheckt. Und sein schwarzer Citroën ist eben dann die Avenue der Freiheit in Paris mit 70 Meilen, also ungefähr mit 110 runtergebrettert. Und dann haben eben 12 Schützen das Feuer auf das Auto eröffnet mit 140 Kugeln. Die meisten kamen von hinten, haben eben dann zwei der präsidentalen Begleit-Bodyguards auf dem Motorrad dann umgebracht und haben eben das Rückfenster des Autos zerschmettert und auch dann alle vier Reifen zersiebt. Und trotzdem hat der Chauffeur von Charles de Gaulle eben dann weiter beschleunigt und dann hat er eben dann den de Gaulle aus der wahrsten Sinne des Wortes Schusslinie gebracht. Und de Gaulle und seine Ehefrau sind dann eben mit dem Kopf runter dann eben aus dieser Situation herausgekommen. Womit dann letzten Endes dann die Hypothese der Klugscheißerin schon fast bewiesen wäre, dass es nur an dem Korsett von Kennedy läge, warum der Kennedy nicht überlebt hätte, gell? Das ist ein Foto von Charles de Gaulle, was ihn jetzt einfach bei einer Präsentation irgendwo zeigt. Wir sehen, in den 60er Jahren war so die Sicherheitsmaßnahmen noch nicht so wie heute. Ne? Da hatte man noch nicht diese brutals gepanzerten, tonnenschweren Limousinen, sondern da konnte sich der französische General leisten, einfach so ohne Stahlhelm durch die Gegend zu fahren und sein Volk zu begrüßen. Ne? Das ist die Geschichte dazu. Charles de Gaulle, Citroën DS, die Göttin. Also die Göttin hat ihn da beschützt, ne? Ja, bitteschön, das hat der Artikel ausgesagt, ne? Dass das Auto erst schuld wäre oder die Schuldigkeit getan hätte, den französischen Präsidenten zu beschützen, weil es ja so aerodynamisch ist und so sicher. Ja, ja, das ist ein Video, das heißt General Charles de Gaulle, die Attentatsversuche. Und der hat nicht nur einen überlebt, der hat zig überlebt. Da frage ich mich immer, wie hat er das denn geschafft? Hat er einen besseren, jetzt müssen wir wieder katholisch denken, hat er einen besseren Schutzengel gehabt als der Kennedy? Diese Reportage sagt aus, dass viele Menschen, inklusive den Soldaten, den Herrn General Karl den Großen, Charles de Gaulle, aber ungefähr, dann eben gehasst hätten, weil er eben die Unabhängigkeit zu den früheren französischen Kolonien wiederhergestellt hätte. Ja? Und es gibt hier ein Video, ich kann nicht sagen, ob das hundertprozentig stimmt, aber interessant. Der ist auf seinem Weg, pass mal auf, zu dem Service at the Great Cathedral of Notre Dame. Also der ist jetzt gerade auf seinem Weg, ja, zum Gottesdienst in der großen Kathedrale der unseren Frau, ne, Notre Dame, die abgebrannt ist letztens, vor ein paar Jahren. Ne? Das Notre Dame, habe ich jetzt hier kein Bild eingefügt, aber ich denke, ihr wisst, welche ich meine. So, und dann sagt diese Situation, ein paar ultraharte, also heutzutage würde man sagen rechte, Nazi-Attentäter und Scharfschützen haben dann eben aus hohen Gebäuden auf den Charles de Gaulle, auf diese Prozession geschossen. Moment, hohe Gebäude, Scharfschützen, da war doch was mit Kennedy, oder? So, und was ist passiert laut dieser Dokumentation? Die Kugeln sind dann auf den Boden eingeschlagen und vor die Füße geknallt vom Karl den Großen, will ich immer sagen, von Charles de Gaulle. Und er ist dann weiter, einfach weitergelaufen. Ne? Der war ja auf dem Weg zum Gottesdienst, hätte ihm passieren können als Katholiken. Ne? Und der ist dann also dann weitergelaufen, einfach völlig unbeirrt. Ihr könnt euch dieses Video angucken. General de Gaulle Assassination Attempts bei 9 Minuten 16 Sekunden. Und dann habt eben dann die Streitkräfte oder halt die Beschützerarmee sozusagen, ist ja schon interessant, dass der Charles de Gaulle dann solche Geschütze auffährt, als wenn er das vorher geahnt hätte, dann eben dann das Feuer eröffnet hatte und hat in die Häuser reingedonnert.
Ja? Und er ist dann hoch erhobenen Kopfes, ne, his head held high, durch die Menge gestiefelt. Und hat dann gesagt, hier hoch lebe, was weiß ich, ne, keine Ahnung, irgendwas. Aber auf jeden Fall, er ist da hoch, ohne zu zögern, ist er da durch diese Gewehrseifen durchgebrettert. Jetzt muss ich mal eben... Die Alliierten steht da, vive les alliés. Ja, möglich, ne, genau. So, ich muss mal jetzt eben eine dumme Frage stellen. Hat das damit zu tun, dass der Herr General Charles de Gaulle keine Angst hatte? Oder wusste der, dass ihm nichts passieren würde? Weil normalerweise die natürliche Reaktion laut der Klugscheißerin ist, dass du ja, wenn du einen Schuss hörst, ja, dich irgendwie zu Boden wirfst oder in Sicherheit bringst. Ne? Macht er ja nicht. Der läuft einfach weiter, weil, ist ja klar, der hat die Notre Dame im Gesicht. Der sagt einfach, ich muss nur zur rettenden Kirche kommen, die beschützt mich. Verängstigten Pariser, die haben sich nämlich eben dann auf den Boden geworfen. Ja, aber ihm ist nichts passiert. Also wie durch ein Wunder, wie durch die göttliche Vorsehung ist dem Herrn Charles de Gaulle die ganze Zeit nichts passiert. Es gibt auch hier genug Straßenszenen, dass er eben dann durch Flammen gefahren wäre. Ja, beispielsweise am 8. September 1961 in Pont-sur-Seine. Aber wie gesagt, der hat alles überstanden. Ne? Sogar Autobomben, der dort Bomben, die da am Straßenrand, der hat alles überlebt. Ne? Der hatte viel mehr Glück als der Herr Herrhausen oder Herr Kennedy. Und man hat natürlich auch dann gewusst, das kommt von anderen Menschen. Ja, Bastian Thiry ist dann so der Hauptverdächtige. Ist aber gar nicht wichtig. Aber der Herr Charles de Gaulle war also dann irgendwann eh nicht mal unbeliebt, weil er eben dann Souveränität abgegeben hat an andere Staaten, zumindest nach außen hin. Und angeblich wollten ihn Menschen umbringen. Ja, und zwar Bomben, die eben dann so an der Straßenrand platziert waren und so weiter und so fort. Aber alle Versuche haben fehlgeschlagen. Da kann man mal, sich mal vorstellen, ne? Wieso kann das denn sein, dass bei dem Herrn Charles de Gaulle, der schon fast kugelsicher ist und die ganzen Anschläge überlebt, aber bei Kennedy reicht einer, um ihn umzubringen. Das ist ja interessant. Aber jetzt sehen wir hier auch mal, hier steht immer Gaulle, ne? Das ist natürlich Charles de Gaulle, ist falsch übersetzt, ne? Aber seine Leibwächter und so weiter und der französische Geheimdienst und so weiter, die haben dann eben die Inkompetenz der, entweder waren die der Geheimdienst so toll, sagt die Dokumentation, oder die Attentäter waren so schlecht. Ne? Oder vielleicht auch beides. Oder vielleicht ist es, naja gut, ich will jetzt nicht weiterdenken. Ne? Aber das sind eben so Möchtegerne-Anschläger. Oder es ist eben reines Glück, ne? Dass eben der Charles de Gaulle, egal wann der mit seinem Auto fährt, permanent irgendwie im Visier ist, wie man sieht. Ja, und dann eben dann auch zwar ein Begleitfahrzeug hatte und zwei Motorräder, so ähnlich wie bei Kennedy halt, vielleicht ein bisschen geringer ausgestattet und so weiter. Und plötzlich gibt es dann schon Maschinengewehre, Salven und so weiter. Aber die DS, die Göttin, beschützt immer den Charles de Gaulle. Ne? Vielleicht hieß die Göttin ja auch unsere Frau. Also vielleicht heißt seine Göttin ja nicht nur DS, sondern vielleicht auch noch Notre Dame. Vielleicht ist das ja ein Sondermodell. Ich weiß es ja nicht. Na, auf jeden Fall hat eben da schon einiges gelitten an Material bei dem Charles de Gaulle. Und ja, das gibt es eben dann so, dass er wirklich alles überlebt hat. Ne? Also er hat dann auch überlebt, ne? Klugscheißer-Modus wieder an. Er hat überlebt, weil er eben und seine Frau natürlich auch den Kopf eingezogen hatte, als dann die Salben von hinten eingeschlagen sind und dann eben das Rückfenster zerschmettert haben. Ne? In Duck Down. Ne? Also Charles de Gaulles Kopf, als er dann rübergebeugt hat. Ne? Das ist jetzt hier, beispielsweise gibt es auch als lustigerweise auch als Miniaturfahrzeug, eine CSDS-19 mit Attentat auf Charles de Gaulle mit Schussspuren. Ne? Artikel ist nicht mehr lieferbar. Maßstab 1 zu 43, aber mit kleinen Löchern drin. Unglaublich, oder? Das war eine Vorlage für einen gewissen englischen Autor namens Frederick Forsyth. Der Herr Forsyth hat diese Geschichte in einem Roman dann halt jetzt behandelt. Und nachdem Charles de Gaulle 1969 abgewählt worden ist, konnte man trotzdem konsternieren, dass der mehr als 30 Anschläge überlebt hat. Jetzt müsste man mir erzählen, wie das geht, dass jemand 30 Anschläge überlebt und jemand anderes keinen einzigen. Weil nur einen gab bei Kennedy, der mir bekannt wäre. Interessant, oder? Und dieses Attentat oder eins der Attentate ist beispielsweise ein Attentat von Petit Clamart. Und das war die Grundlage für den Roman Der Schakal und dessen Verfilmung 1973. Jetzt muss man sich mal bitteschön eins vorstellen. Da gibt es 30 Anschläge angeblich auf den Präsidenten von Frankreich und kein einziger trifft den. Und niemand redet auch darüber. Und es gibt einen Anschlag auf John F. Kennedy und der trifft, egal wie und von wem. Und alle Welt redet darüber. Es gab auch viele Anschläge auf Castro, die CIA sogar verübt hat. Man muss in diesem Punkt wissen, diese Anschläge werden geplant, geleitet und kontrolliert von ganz bestimmten Menschen. Und wenn die Menschen sagen, dieser Anschlag missglückt,
dann wird dieser Anschlag missglücken. Und wenn die Menschen sagen, dieser Anschlag gelingt, dann gelingt er. Ja, und ein gutes Beispiel ist doch damals das Attentat auf den Papst Johannes Paul II. Und Reagan. Dass die beide angeschossen wurden und dass die beide überlebt haben, das war so gewollt. Das gehört zu der Agenda. Bei dem de Gaulle gehört das auch zu der Agenda. Diese Anschläge werden, viele Leute glauben ja immer, es gibt diesen einsamen Verrückten, der meint jetzt irgendjemanden umbringen zu müssen, so wie es halt in diesen Büchern von hier Frederick Forsyth ist oder auch in diesen anderen Büchern da von diesem neuen da, wie heißt er da, da gibt es doch auch Der Schakal oder sowas, gibt es auch diese Verfilmung damit, ist ja auch wurscht jetzt. Da gibt es ja viele solche Dinge, wo sie meinen, politische Anschläge verfilmen zu müssen oder sowas zu machen zu müssen. Und das ist immer dieser einsame Schießer oder sowas, der ganz bestimmtes Motiv hat, um irgendwas zu machen. Das gibt es nicht. Das ist pure Fiktion. Ja, und deswegen ist das hier mit dem Charles de Gaulle doch so augenfällig, als wenn es 30 Attentatsversuche gibt, die dann alle fehlschlagen. Ja? Also daran sieht man doch, wem das genützt hat, cui bono, ist letzten Endes dem Charles de Gaulle. Der regiert da bis 1969 weiter als eiserner General, als Vorzeigefigur, als kugelsicher, als Held. Das ist doch das, was ihm nützt. Politisch nützt ihm das so. Da kann er sagen, guck mal hier, ne, ich habe alle meine Attentate überlebt und so weiter. Ich werde beschützt von was weiß ich wo. Der war ja bekennender Katholik. Und meiner Meinung nach nützte das, die Anschläge nutzen ausschließlich oder in erster Linie der französischen Regierung unter Charles de Gaulle. Und das ist doch kein Zufall, dass es 30 Attentate gibt, die fehlschlagen. Und bei Kennedy ist es eins, was direkt dann glückt, auf Anhieb, ja. Das ist albern. Aber interessant ist jetzt Folgendes, der Frederick Forsyth, wie kommt denn der jetzt dazu, so ein Buch zu schreiben? Oh, ich kann sagen, der hat was damit zu tun. Der ist Commander of the British Empire und nicht nur das. Der ist auch nicht nur Reporter der britischen Nachrichtenagentur Reuters, das ist die, die den Zusammensturz von WTC 7 viel zu früh gemeldet hat, im Übrigen auch, sondern der ist auch Schriftsteller und da nebenbei als Schriftsteller erlegte er auch Aufträge für den britischen Nachrichtendienst MI6, wie er in seiner Autobiografie Outsider beschreibt. Aber vielleicht ist das hier auch ein falscher Titel. Vielleicht sollte der Titel dieses autobiografischen Werkes vielleicht Insider heißen, oder? Muss man sich mal bitte schon vorstellen. Der ist gleichzeitig Journalist, gleichzeitig bei Reuters beschäftigt und auch hat er Aufträge für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6. Das ist die Biografie. Und das ist der berühmteste fiktionale Agent von MI6. Da ist James Bond in dem neuesten Film Keine Zeit zu sterben. Und der Antiheld oder der Bösewicht, der heißt hier Lucifer. Das reicht für die jungen Leute heutzutage. Die sehen da keine Parallele mit der Bibel. Der heißt Lucifer. Es ist doch nur noch albern, oder? Ich meine, was muss man doch sehen, wenn man halt, oder so zumindest ein bisschen mit Bibel zu tun hat. Dann muss man das sehen. Ne? Aber wie gesagt, vielleicht sind wir halt einfach nur noch, also ich halte ja die ganze Welt da draußen inzwischen für total bekloppt, vor allen Dingen für blind, aber das hängt noch damit zusammen, weil ich letzten Endes ja die Bibel gelesen habe und alle anderen das irgendwie so krampfhaft vermeiden, um halt dann weiter in Illusion zu leben, alles wäre völlig normal in dieser Welt und deswegen gibt es auch überhaupt keine Bösen, die gibt es dann nur im Kino, die heißen dann Lucifer, ganz zufälligerweise denselben Namen wie eben in der König James Bibel 14,12, Lucifer, ich hab's hier nicht reingeklebt. Ich werde es aber jetzt einblenden. Und nach dem Lucifer, wie gesagt, hier dieser geheimen Organisation von Spectre, letzten Endes Erscheinung heißt Spectre, dann, die haben das Oktopus oder den Oktopus, den Tintenfisch als Symbol. Genau wie die Mormonen oder wie Scientology auch damit rumspielt, ne? Spectre, Octagon oder die NASA, leider hier spiegelverkehrt, aber egal, ne? Oktopus heißt immer derjenige, der überall seine Finger im Spiel hat, ne? Ja, es ist immer dieselbe Geschichte, ob die jetzt Miley Cyrus heißt oder Frederick Force heißt. Ja, die Leute sind nach außen den Schriftsteller und nach innen hin kriegen die ihre Ideen wohl vom Geheimdienst. Ach Leute, das ist doch alles immer dasselbe, oder?
Und wo es interessanterweise um den aktuellen oder aktuellsten James-Bond-Film geht, Keine Zeit zu sterben, da gibt es nämlich um eine Biowaffe, die heißt Herakles oder auch Herkules, je nachdem, wo man ist. Und das hat eben damit zu tun, dass es eine Agentin gibt, die ein bionisches Auge hat. Also wir sind ja mitten im Transhumanismus. Ja? Und es gibt hier Erreger, also nicht, was ihr jetzt denkt, irgendwie so mit, nee, hat wirklich den Kontext biologisch hier. Und ich sage jetzt nur mal so, im Endeffekt lachen die über uns, weil die mit Symbolen und mit Namen und weiter spielen, wo die meinen, die herrschenden Menschen meinen, auch die Freimaurer und die ganzen anderen Konsorten, die halt hinter der Musik und der Medienindustrie stehen, die meinen halt einfach, dass die meisten Leute halt einfach das nicht merken. Und ich glaube halt einfach, ich fürchte halt einfach, dass sie recht haben. Wenn jetzt hier die Rede ist, im aktuellen James-Bond-Film von Nanobots, die wie Viren übertragen werden und nicht neutralisiert werden können, die auf die DNS einzelner oder mehrerer Zielpersonen kodiert sind, sodass nur diese getötet werden und die verbliebenen Mitglieder dieser Geheimorganisation gezielt ermordet werden, dann glaube ich alles nur nicht an einen Zufall. Sie verkaufen es euch und sie lachen sich kaputt, weil die Menschen nachher irgendwelche Dinge, die wir vielleicht ernsthaft nehmen und ernsthaft untersuchen, ins Lächerliche ziehen. Und die meisten Menschen da draußen, die sind entweder zu gutgläubig oder halt auch zu konzentrationsarm, um sich mit vielen Dingen zu beschäftigen. Sie kriegen einfach Angst und deswegen verlagern sie das in die Fantasy, in Science Fiction und in fiktionale Geschichten. Aber leider ist die Grenze zwischen Fiction und Facts fast fließend. Ja? Es geht darum, um Nanobots in Massen zu produzieren, sie als ethnische Waffe zu programmieren und damit unzählige weitere Menschen weltweit zu töten. Ja, und ausgerechnet, dieses Schiff heißt auch noch Drache, ne? Alles klar. Wie viele Bibelverse soll ich jetzt hier immer einfügen? Für mich war wichtig zu benutzen jetzt hier, dass man wirklich jetzt hier sieht, dass es mit der Geschichte, mit den Anschlägen, wenn die nicht klappen sollen, die auch nicht klappen. Weil es hängt nur vom Geheimdienst und den Bodyguards, also den Personenschützern, ab, ob irgendetwas klappt oder nicht. Wenn die wollen und gut sind, dann klappt das nicht. Wenn die nicht wollen. Kann ich mal eine Frage stellen? Ja, klar. Können die Nanobots auch via Spritzen übertragen werden? Das musst du dann bitte schön den James-Bond-Geschichten Leute dann hier fragen. Ich weiß es nicht genau, wie das ist. Ich habe den Film nicht gesehen, ich habe nur die Beschreibung auf Wikipedia gelesen. Das war eine ironische Bemerkung zur Impfung heutzutage. Ja. Ja, das ist doch irre, oder? Wenn das in die aktuelle Geschichte von James Bond war, ich glaube letztes Jahr oder so ist der Film gelaufen. Leute, das ist doch alles kein Zufall mehr. Das ist doch albern hier, oder? Das ist doch albern. Charles de Gaulle, DS, 1955 das Auto rausgebracht und lebenslange Liebe von Charles de Gaulle zu seiner Göttin. Übrigens, ja. Charles de Gaulle, hast du schon mal gedacht, übersetzt den Namen mal ins Deutsche. Ja, Karl der Gallier. Genau. Ja, ist ja. Das nicht ein Witz? Natürlich. Da bleiben die Leute überhaupt nicht bei stehen. Ne? Oder Karl aus Gallien eigentlich. Ne? Karl aus Gallien. Der Position ausgeht Karl, ne? Ja, ja. Karl der Große. Ne? Ja. Ja, das ist ja, Karl der Gallier heißt. Das ist ja, das ist ja bei dem englischen Königshaus genau dieselbe Geschichte mit Prinz Charles, ne? Prinz Karl. Ja gut, aber es gab schon andere Prinz Charles vorhin, die sogar Könige waren und die haben alle kein gutes Ende gewonnen. Ja, ja, genau. So, und hier ist der Kennedy in Paris, also guck mal, da haben wir wieder genau dieselbe Geschichte. Der Kennedy ist in Paris und wird umringt von Göttinnen. Und nicht nur das, also wie soll man jetzt sagen? Da passiert aber nichts, ne, in Paris, ne? Da ist der Geheimdienst zack, zack, ne? Da stehen direkt die Briten und alles bereit, ne? Da kommst du auch gar nicht durch mit einer Kugel, da stehen genug Autos rumrum. Ach Leute, wenn es nicht funktionieren soll, dann funktioniert es einfach nicht. So, hier ist beispielsweise dieses Attentat von Petit Clermont 1962. Da sieht man jetzt die Einschussspuren, so die echt sind. Ich meine, wie gesagt, du kannst als Geheimdienst alles machen. Die haben ja genug von den Autos, ne? Ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl, ne? Man kann ja mal eins opfern, also Autos. Naja, also da seht ihr auf jeden Fall jetzt hier schon mal die Limousine von Charles de Gaulle, also einer der Limousinen. Ist ja auch ein schniekes Auto, ist ja gar keine Frage. Ja, so geht's, so ist das nämlich. Also wenn es nicht laufen soll, dann läuft's auch nicht. Ne? Wenn's aber dann so ist das. Ne? Und das erinnert mich auch an eine Geschichte. Also irgendwie, als wenn da ein Phantom hintersteckt irgendwie. Bei Fantomas, dieser Serie mit Louis de Funès, kommt genau eine fliegende Göttin ins Bild.
Hier sieht man eben den Fantomas, der Mann mit der Maske. Also heutzutage Maske sehen ein bisschen anders aus, aber wie gesagt, damals hatte man sich so das vorgestellt, dass also man einfach so eine Maske anzieht, da ist nicht mehr zu erkennen. Bei der heutigen biometrischen Datenerkennung würde das über die Augen immer noch funktionieren, aber das konnten die ja 1964 nicht wissen. Also dieser Film kam tatsächlich schon fast leider gesagt nach Kennedys Ermordung heraus. Ansonsten, oder nach dem Attentat auf Charles de Gaulle, ansonsten wäre das natürlich dann auch schon eine Geschichte gewesen, die dann natürlich auch noch so ein bisschen was zu schmunzeln hätte. Ne? Phantom oder Phantomas kommt von Phantom und meint eben genau dasselbe wie ne? Spectre. Also der Geist. Ne? Spectre. Ihr erinnert euch an James Bond von eben? Ja, ne? Ist nicht so weit weg. Ne? Spectre oder Spectre. Das eine ist sogar noch eine Abkürzung des anderen. Ne? Ein Welterfolg. Louis Dufonné in Phantomas. Ja, so ist das. Die gute alte Zeit, die nie zurückkommt. Ne? Also Phantomas ist ein anderer Name für das Phantom oder für Satan. Ne? Ist immer dasselbe. Ist ein Spirit hier, ist ein Geist. Ne? Bitte nicht verwechseln hier Spirit Ghost. Ne? Eigentlich heißt das eben ein nicht materielles Wesen oder Geschöpf. Hat also nichts mit einem wirklichen Menschen zu tun. Ne? Ist eigentlich auch der Geist, der hinter diesem Menschen steckt. Aber das, deswegen trägt er auch jetzt eine Maske, weil er letzten Endes jetzt jemand anders ist. Aber das wäre jetzt ja schon wieder psychologisch. Letzte Geschichte für heute. Jörg hat vollkommen recht. Wenn es letzten Endes dann so ist, dass es alles dann gesteuert werden kann, dann wird es auch gesteuert. Wie wir beispielsweise jetzt hier sehen bei dem Attentat auf Ronald Reagan. Da ist es jetzt hier, dass zumindest uns nach außen hin verkauft wird, dass eben jetzt einer der Leibwächter von Ronald Reagan sich in die Schusslinie gestellt hat als lebendes Schutzschild. Das wäre letzten Endes jetzt nichts anderes gewesen als die Aufgabe des Geheimdienstes am 22. November 1963. Aber wie wir schon ein paar Folgen vorher gesehen haben, sind die vorher abgezogen worden, die lebenden Schutzschilde. Und ob das jetzt hier jemand ist, der jetzt eine schusssichere Weste anhat oder nicht, das sind Geheimnisinformationen. Da würde ich keinem Zeitungsartikel in irgendeiner Art und Weise trauen. Aber das ist eben genau die Geschichte, der wird hier getroffen und sagt dann halt logischerweise zusammen, wenn er dann einen Bauchschuss bekommt, ne? Und deswegen sagt der Autor dieses Artikels, der sehr gut geschrieben ist im Übrigen auch, sagt der nicht zu Unrecht, der jetzt vergleich mal den Anschlag auf Kennedy. Die erste Kugel hat ihn in den Hals getroffen und der Secret Service hat genau was gemacht? Genau, nix. The arrow points to Agent in Charge, Emery Roberts, as he stands in the Secret Service follow-up car and motions with his hand. What he is doing is calling away the President's two most important bodyguards, the bodyguards whose job was to protect the President's back by riding on the bumper of the limousine throughout the motorcade. Also Second Bullet, was ja auch wieder nicht stimmt, weil offiziell ist es dann die dritte Kugel, aber wie gesagt, offiziell, ne? Die hat ihn dann eben getötet. Man hätte aber zwischen dem Zeitpunkt, wo ein Schuss gefallen ist, was letzten Endes klar ist, dass viele Menschen den gehört haben, der viele Augenzeugen den auch gehört haben oder deswegen auch die Secret Service Leute eigentlich ihn hören mussten, da sind also dann wertvolle Sekunden vergangen, ohne dass irgendjemand reagiert hätte. Hier ist noch nicht mal ein Schuss gefallen und schon haben sich die Attentäter auf einen sichtbaren Attentäter jetzt hier hingestellt. Und hier sieht man den Ronald Reagan hier, ja, dann auch da so positioniert. Und die waren so eng am Mann dran. Die hatten natürlich jetzt hier auch schon die Erfahrung, Anführungsstriche, von dem Kennedy-Mord, ungefähr 20 Jahre vorher. Ja, und das ist eben genau die Geschichte dazu. Dass es eben da Sachen gibt, die es eigentlich gar nicht geben darf. Und da hat der Autor ja vollkommen recht, das sind völlig bizarre Dinge, die überhaupt keinen Sinn machen oder die eigentlich überhaupt Sinn machen, wenn man sich den Anschlag auf Kennedy anguckt. Das sind nämlich Sachen, die gar nicht hätten passieren dürfen, die dann trotzdem passiert sind. Und die dann passiert sind, die anscheinend so passieren sollten, denn wenn jeder seinen Job gemacht hätte, wären die gar nicht so passiert. Oder andersrum gesagt, dann wäre dem Herrn Kennedy nichts passiert. Das ist die Liste der Anschläge von Wikipedia. 1963 John F. Kennedy, 1964 zwei Tage später Lee Harvey Oswald, 1965 Malcolm X. Das geht immer ruckzuck, die heißen ja auch nicht Charles de Gaulle. Ja, Martin Luther King, 1968, paar Monate später Robert Kennedy. Ich kann es hier ein bisschen größer machen, ich gebe es ja zu, das ist schwer zu lesen hier. Ne? Ja? Aber ihr seht, die Leute, die wirklich aus dem Weg geräumt werden sollen, die werden aus dem Weg geräumt. Und das passiert in Europa genauso. Siegfried Buback, Jürgen Ponto, Hans-Martin Schleyer, Karl-Heinz Berkholz, Alfred Herrhausen, Detlef Carsten Rohwedder. Das hat alles beim ersten Mal geklappt. Die haben da keine 30 Anläufe gehabt. Und da gibt es noch mehr Sachen, wo keiner dran geht, beispielsweise um den Mord oder, naja, Entschuldigung, hab ich wohl versprochen, um den angeblichen Selbstmord an Petra Kelly und Gerd Bastian.
einem Gerd Bastian, von dem man nicht mal weiß, wann er gestorben ist. Ein deutscher Generalmajor. Hallo, Reinhard Gehlen. Ha? Also nicht, da hat mit Relagenen jetzt nichts zu tun, aber nur mal eben oder zumindest nach außen nichts zu tun. Dieser Mensch war ein hoher Politiker. Erstmal SPD. Dann wurde behauptet, er sei Freimaurer. Wurde behauptet. Und dann war er Mitglied des Deutschen Bundestages für die Grünen in der Landesliste Bayern. Damals, wo die Grünen im Anfang waren, sozusagen Atomkraft, nein, danke und so weiter und so fort. Und er war dann fraktionslos, weil er sich den Grünen in der Partei widersetzt hat für verschiedene Sachen. Und jetzt kommt's. Gerd Bastian wurde am 19. Oktober 1992 mit seiner Lebensgefährtin Petra Kelly in der gemeinsamen Wohnung in Bonn-Tannenbusch tot aufgefunden. Dem Polizeibericht zufolge soll Bastian seine Lebensgefährtin im Schlaf mit einer Pistole vom Typ Derringer erschossen haben. Danach soll er sich selbst getötet haben. Der exakte Todeszeitpunkt war wegen des späten Auffindens der Leichen nicht genau zu ermitteln. Allerdings wird bisweilen der 1. Oktober angenommen. Bastian hinterließ seine Ehefrau Charlotte von Stiepitzitz und zwei Kinder, Eva Maria und Till Bastian. Gerd Bastian wurde 69 Jahre alt. Der ehemalige Beamte und Psychologe beim Bundeskriminalamt Michael Baumann und die Historikerin Jennifer Schewade untersuchten 20 Jahre später den Todesfall der beiden Politiker. Sie fanden keine Hinweise auf eine Beteiligung Dritter. Die Untersuchung wurde verfilmt und ausgestrahlt. Also, ganz dubiose Geschichte, die Geschichte. So, und jetzt kommen wir zu der absolut letzten Geschichte diesmal. Und zwar kommt dies von einer Webseite von Vince Palamara, der sich schon oft ausgezeichnet hat durch ganz viele Untersuchungen zum Fall JFK. Ich muss dazu gestehen, ich habe leider keine Zeit dafür, seine ganzen Bücher zu lesen, aber die sind schon interessant. Interessant ist, dass genau kurz vor der Geschichte mit dem Anschlag an Kennedy sein Hauptfahrer umgekommen ist. Der heißt Thomas B. Shipman, wo wir schon heute bei den Anschlägen und bei den Autos sind, der eben an einer angeblichen Herzattacke gestorben ist, wo? In Camp David, in dem Ruhesitz der amerikanischen Präsidenten, am 14.10.1963, das sind ungefähr 6 Wochen vor dem Anschlag. Und sein Tod hat eben dazu geführt, dass ein sehr unfähiger oder wie auch immer, zumindest ein Geheimdienstmensch, der heißt William R. Greer, eben die Limousine gefahren hat an dem Todestag am 22. November 1963, genau in Dallas oder Dallas. Ne? Nicht Dulles, sondern Dallas. Da gibt es auch Bücher drüber. Und das ist hier The News von Frederick Maryland, 16. Oktober. Camp David Man had Heart Attack. Ein Herzanfall, der eben den Tod verursacht hatte vom Geheimdienstagenten Thomas Shipman am Montag im Camp David, der Presidential, also der präsidentialen Ausruhanstalt near Thurmond. Im Alter von 51 Jahren hat er eben genau dann, wie man jetzt hier bei dem Bild sieht beispielsweise, war er der eigentliche Stammfahrer gewesen von John F. Kennedy und von Jackie oder Jacqueline Kennedy. Sie mag ja nicht Jackie genannt werden. So, und das gibt dann eben dann die Beerdigung und so weiter. Nichts weiter steht hier drin in dem kleinen Bericht, aber es gibt eben da interessante Ausführungen von Vince Palamara. Wenn euch das interessiert und wenn ihr vor allen Dingen das für einen Zufall haltet, herzlichen Glückwunsch. Ein weiterer Zufall in einer Reihe von Zufällen, die irgendwie in den ganzen JFK-Dokumentationen, die ich so regelmäßig so mal reingeguckt habe im Internet, irgendwie kaum beleuchtet wird. Ne? Komischerweise war dann eben der Fahrer wurde ausgetauscht gegen jemand anderen. Ne? 6 Wochen vorher. 6 Wochen. Ist nicht viel. Tja, und viele Menschen, oder zumindest der Herr Palamara, vermutet zumindest, dass er eben dann im Weg gewesen wäre, weil er vielleicht nicht kooperativ genug gewesen ist. Aber das kann man eben nicht beweisen. Man kann eben nur spekulieren. Das wären dann hier Verschwörungstheorien. Und wir wollen uns ja nicht an Theorien beteiligen. Vor allen Dingen habe ich noch nicht herausgefunden, mit welcher kirchlichen Religion eher im Hintergrund arbeitet, aber ich fand es schon mal interessant, dass es also eben dann schon so ist, dass es eben die Washington Post veröffentlicht, aber auch die Warren-Kommission, inklusive dem Herrn Dulles, unserem Kreuzritter, den interessiert das nicht die Bohne. Ja? Also es werden Leute ausgetauscht, auch jetzt eben in dem direkten Umfeld von dem Herrn Kennedy. Es geht sich ja um einen Mord im Auto nach wie vor. Es werden Personen ausgetauscht, die da jetzt Geheimdienstfunktionen haben, die also absolut vertrauenswürdig sein müssen. Die Frage ist nur, vertrauenswürdig in welcher Hinsicht? Vertrauenswürdig in der Sicht des Herrn Kennedys, der gegen die CIA ist, oder vertrauenswürdig im Sinne der CIA, die gegen Kennedy ist? Ich meine, die Frage ist wahrscheinlich nicht rhetorisch gemeint.
Also von daher, da würde ich mal gucken an solchen komischen Zufällen, die dann immer ganz genau 5 vor 12 passieren. Und dieser Vince Palamara, der ist jetzt nicht irgendjemand, der hat mehrere Bücher geschrieben. Nicht, dass er jetzt ein Qualitätskriterium wäre, aber immerhin, er scheint ja in dem Thema drin zu sein. Vom Parkland, damit ist das Krankenhaus gemeint, zum Bethesda, der nicht so geheime Geheimdienst. Wer im Geheimdienst ist und ehrliche Antworten über den Mörder oder den Mord an den Präsidenten Kennedy, ein neuer Blick in die Verschwörung oder in den Anschlag, besser gesagt. Dass es eine Verschwörung ist, oh, das werden wir bald offenlegen, dass es nicht anders sein kann. Das ist als der Herr Palamara. Und jemand, der angeblich verwandt ist mit diesem ehemaligen Chauffeur von dem Herrn Präsidenten, ist der Thomas Shipman, der eben gesagt hat: Mensch, mal, also mein Großvater und so weiter, der war ein guter und ehrenswerter Mann und so weiter. Und er war ebenso stolz, dass er den Präsidenten der Vereinigten Staaten dann. Aber wie gesagt, das ist alles Internet, wir können da nichts beweisen. Ich will nur eins damit sagen hier: solche ganzen Sachen, die muss man auch mal abseits der ganzen Sachen betrachten. Sowohl von den ganzen Kreuzrittern, den ganzen religiösen Inhalten, als auch diesem komischen Zufall der 30 Anschläge angeblich auf den französischen Präsidenten. Und jetzt erzählt mir bitte nicht, ja, dass der Herr Kennedy, wo er doch den Charles de Gaulle besucht hat in Frankreich, nicht wusste, dass der auf den Charles de Gaulle dauernd irgendwelche Anschläge verübt werden. Denn der Anschlag auf Charles de Gaulle, der berühmteste sozusagen, der war ja etwas über ein Jahr vor dem Anschlag an Kennedy. Und trotzdem ist Kennedy hingegangen und hat das Bart in der Menge gesucht. Und meiner Meinung nach war das ein sehr, sehr fahrlässiges Hobby vom Herrn Kennedy. Und wir sind jetzt, wie gesagt, auch 5 vor 12 vor dem 22.12. Aber ich habe da so viel drüber gefunden, über die Geschichte mit den Charles de Gaulle, mit den ganzen Anschlägen auch in dem Auto und auch mit dem Austausch des Leibfahrers, sozusagen des Hauptfahrers von Kennedy. Ich denke, die Information muss man wirklich unbedingt haben und wirklich zu sehen. Das kann nicht sein, dass der eine 30 Mal Glück hat und der andere einmal Pech. Und damit habe ich das Glück, dass ich jetzt jemanden habe, der sicherlich da jetzt schon noch ein paar Sachen zu sagen möchte. Und ich hoffe, es war trotzdem eine interessante Sendung, auch wenn wir jetzt noch nicht in den Tag reingekommen sind. Aber wir werden in den Tag reingehen mit vielen Hintergrundinformationen, die in den normalen Kennedy-Geschichten, die man so findet, glaube ich, nicht so verknüpft werden. Und wenn, dann letzten Endes dann trotzdem unter den Rost fallen. Ich finde das ganz wichtig, dass wir sehen, dass im ganzen Umfeld von Kennedy nur noch Secret Service-Leute sind. Und beispielsweise sein Bruder hat ihn ja auch an diesem 22.11. nicht begleitet. Er hatte noch einen anderen Termin und solche ganzen Geschichten. Also im Endeffekt war der Herr Kennedy umringt von Geheimdienstmenschen. Und alle letzten Endes haben eine ganz eigene Agenda. Und ich glaube, dass der Herr Kennedy relativ alleine war an diesem Tag in Dallas. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal. Maranatha, und man gibt das Mikro weiter an den Jörg. Na, ich werde mich eben noch mal kurz halten. In welchem Auto der Kennedy sitzt und ob das Auto ein offenes Dach hat oder nicht und welche Route das fährt und sowas, das bestimmt der Kennedy nicht. Da gibt es Menschen, die arbeiten ein Besuchsprotokoll aus, wenn so einer in einer Position wie ein amerikanischer Präsident oder sonst was irgendwo hinfährt. Und das wird so genau geplant, dass teilweise Klebeband auf dem Fußboden gemacht wird und da wird gesagt, da stellst du deinen Fuß so und so hin. Das ist alles bis ins allerkleinste Detail geplant. Diejenigen, die dann nachher diesen Besuch ausführen, das sind im Grunde nichts weiter als Puppen. Kennedy war auch nicht mehr als eine Puppe. Der hat sich hingesetzt und gesagt, dann setz dich hin und lass dich hinfahren, wo du dich hinfahren willst. Wenn der Kennedy auch nur ein klein wenig aufmerksam gewesen wäre, ein klein wenig selbst irgendwas zu sagen hätte, dann wäre ihm aufgefallen, dass seine Leibwächter, als das Auto abgebogen ist, abgerufen waren und er ohne Schutz da frei rumfährt. Mit dem Charles de Gaulle, diese ganzen 30 Anschläge, da könnt ihr sagen von, ja, das ist eine Verschwörungstheorie, wenn ihr sagt, die Dinge sind geplant oder nicht geplant, dass der da rauskommt, der hält nicht einfach nur seinen Kopf runter, der duckt sich nicht nur und kommt deswegen da raus. Das ist von vornherein so geplant. Solche Anschläge haben immer einen Hintergrund, den wir gar nicht kennen. Oftmals sind das Warnungen oder was auch ich. Da wird eben gesagt von, ey, wenn du nicht zuhörst, weißt du, dann machen wir was mit dir und wir zeigen dir mal ein bisschen unsere Macht. Und wenn du nicht nach unserer Musik tanzt, dann wirst du eben unsere Macht mal zu spüren bekommen, ohne dass wir dich vorher
warnen, ja, oder dass unsere Kugeln echt sind oder unsere Kugeln wirklich treffen. Und der Punkt ist halt, der Kennedy hatte überhaupt keine Chance. Der war ein Sitting Duck, wie man so schön sagt. Ja? Der hat da gesessen und derjenige, der den Auftrag hatte, ihn zu ermorden, ob das jetzt irgendeiner da ein Gewehr oder was weiß ich was von irgendwo her hatte, das zu machen war, das spielt keine Rolle. Die hatten alle ihre Aufträge. Und Kennedy hat da eben gesessen, wie auf dem Schießstand. Ne? Kennt ihr ja, wenn ihr auf den Dom geht. Ne? Ich spreche jetzt nicht von der Kirche, sondern ich spreche jetzt vom Hamburger Dom, diesen Vergnügungsmarkt, den es da 3-4 Mal im Jahr geht. Da geht man zu einer Schießbude, dann leiht man sich da so ein Luftschussgewehr aus und dann schießt man da auf diese Enten oder Elefanten, die da so vorbeifahren. Ne? Und die sitzen da ja, die machen ja nichts, die bewegen sich ja selbst nicht. Das Band bewegt sich. Man schießt dann ab, welche man abschießen will. Sitting Duck, genau. Und das Bild reicht, finde ich, am geilsten. Ja, das passt wirklich. Ich habe ja auch schon mal ein Video mit einer Ente gemacht. Ich nannte ihn damals Donaldus Trumpfius. Ja, ach so, Ente gut, alles gut. Ja. Ente gut, alles gut, ja. Damit will ich meinen Kommentar jetzt auch hier zu Ende bringen. Die Welt wird geleitet von Leuten, die wissen, wie sie die Welt leiten müssen. Und die lassen sich von nichts und niemandem und keinem Zufall davon abbringen. Alles ist geplant, bis ins kleinste Detail. Ich möchte nur noch mal ganz kurz jemanden in Erinnerung rufen. Wir sollten immer uns Fragen stellen bei allen Anschlägen, mit denen wir konfrontiert werden. Und einer der berühmtesten Anschläge, die bei mir immer wieder im Kopf auftauchen, das ist der Anschlag am 5. November 1604 war es, glaube ich. Ne? Schießpulververschwörung, ja. Die Schießpulververschwörung in England. Warum zum Teufel wurde die verraten? Das ist bis heute mehr oder weniger ungeklärt. Selbst in Cold World Babylon wird da zwar drüber gesprochen und wird gesagt von Cook, der wurde gewarnt. 1605, ja. Warum wurde der gewarnt? Das ist die ganz große Frage. Dieser Anschlag ist nicht geglückt, weil er nicht glücken sollte, aber er war eine Warnung. Und das ist das, was wir davon mitnehmen sollten. Und das ist das, was wir auch von dem Rest der Sendung mitnehmen sollten. Ansonsten bin ich ziemlich erschlagen von der ganzen Arbeit, die Michael sich hier gemacht hat. Und ich fand es eine sehr gute und sehr mitreißende Sendung. Also ich habe kaum einen Moment gehabt, um mein Gehirn mal ruhen zu lassen. Man muss da immer aufpassen. Und so soll das ja eigentlich auch sein. Also danke für deine Arbeit, Michael. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Also ich doch, dass nach der 18 auch die 19 kommen möge. So Gott uns helfe und beistehe. Und bis zum nächsten Mal sollten wir alle unsere Bibel lesen. Maranatha. To them that seek deep to hide their counsel from the Lord, and their works are in the dark, and they say, who seeth us, and who knoweth us? So in the light.
counsel from the